Ist es möglich, dass ein Kreuz auf natürliche Weise entsteht? Und wenn ja, was bedeutet es? Um das zu testen, verwenden wir den Seed 666 in der Java-Edition. Spieler haben berichtet, dass sie seltsame Kreuze in diesem Seed gesehen haben und andere Sichtungen, die sich einfach nicht erklären lassen. Wir haben uns schon einmal mit Kreuzen im Spiel beschäftigt und beim letzten Mal sind einige wirklich verrückte Dinge passiert. Die Zahl 666 ist auch als die Zahl des Teufels bekannt. Das lässt darauf schließen, dass diese Seeds verflucht sind. Also nehmen wir diese Zahl einfach als Startwert und erschaffen die Welt. Die Spieler, die darüber berichtet haben, haben auch eine Liste von Orten erstellt, an denen die Kreuze gesichtet wurden. Also teleportieren wir uns einfach mal zu den ersten Koordinaten. Also, was gibt es hier zu sehen? Ich weiß es nicht genau. Kannst du etwas sehen? Nun, auf den ersten Blick sehe ich nichts. Was? Oh, Leute, da ist das Kreuz. Aber es ist nicht normal, sondern es steht auf dem Kopf. Das bedeutet normalerweise, dass es böse ist, nicht wahr? Laut Google bedeutet ein umgedrehtes Kreuz, dass damit Satan geehrt wird. Ob das wahr ist? Ich weiß es nicht. Für mich scheint es einfach auf dem Berg entstanden zu sein und nichts anderes zu bedeuten. Es sei denn, ich übersehe irgendwas. Ich habe jetzt mehrere Kreuze aufgesucht, die von Spielern gesichtet wurden. Sie waren alle real und existieren wirklich in der 666-Welt. Aber es gab keinen Hinweis oder Beweis dafür, dass sie wirklich verflucht waren. Also, ich meine, bis etwas passierte, womit ich noch nicht gerechnet habe. Als ich die Aufnahme beendete, sah ich etwas äußerst Seltsames und Unheimliches. Partikel auf dem Boden vor mir. Oder besser gesagt Fußspuren. Da ich die Aufnahme bereits beendet hatte und nicht genau weiß, wie ich es euch zeigen soll, schauen wir uns einfach die Aufnahme des Replay-Mods an, der glücklicherweise noch läuft. Ich hoffe, die Aufzeichnung ist gespeichert und kann geöffnet werden. Bitte, 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 bitte. Yes, es geht. Okay, wir sind im Spiel. Jetzt muss ich nur noch die Stelle in der Aufnahme finden, an der ich das gesehen habe. Nun, ich habe zuerst hier nach dem Kreuz gesucht und dann... wo ist denn die Stelle? Irgendwann habe ich... Okay, ah, doch, hier, schau. Ich habe es genau hier gesehen. Ich habe sogar in diese Richtung geschaut. Es war genau hier. Warum ist es jetzt verschwunden? Oh, da, hier. Da seht ihr es, Leute. Die Partikel auf dem Boden. Das sind doch die Partikel, die entstehen, wenn man auf dem Boden geht. Das sind Laufpartikel. Wer oder was macht das? Schaut, wie sie sich im Kreis bewegen und nun, was? Was passiert mit ihnen? Oh, sie verschwinden im Wasser. Aber warum? Und was genau war das? Warum haben wir hier Fußabdrücke auf dem Boden gesehen? Aber die Aufzeichnung geht noch weiter, denn ich habe mehrere Kreuze der Spieler aufgesucht. Hier bin ich zum nächsten, oder? Ja, das sollte das nächste Kreuz sein. Es ist wieder andersherum. Ich wusste, dass sie wirklich existieren. Die Frage ist nur, was sie bedeuten und warum wir gerade diese Partikel auf dem Boden gesehen haben. Oh, yo, siehst du das? Da, der Dorfbewohner. Was macht er denn da? Geht er zum Kreuz oder was? Nein, doch, oder? Das habe ich vorhin in der Aufnahme gar nicht gesehen, weil ich wieder weg war. Der Dorfbewohner geht zu dem umgedrehten Kreuz. Oh Mann, was passiert hier eigentlich? Warum geht er zu dem Kreuz? Oh Leute, bedeutet das, dass bei den anderen Kreuzen, zu denen ich gegangen bin, das auch passiert ist? Nun, hier bin ich zu einem Kreuz in den Tafelbergen gegangen. Ein weiteres Kreuz, das auf dem Kopf steht. Oder ich bin mir nicht sicher, weil man es von verschiedenen Seiten betrachten kann. Auf jeden Fall ist es ein Kreuz, das es im Spiel wirklich gibt. Aber ich habe immer noch nicht herausfinden können, was es damit auf sich hat. Okay, jetzt fliege ich weg. Und was passiert jetzt? Gar nichts. Oder geht ein Dorfbewohner zu dem Kreuz? Nee, es scheint niemand dorthin zu gehen. Oder täusche ich mich? Oder doch? Warte! Oh Mann, da ist einer! Was ist denn mit dem los? Warum geht der auch in die Richtung des Kreuzes? Oder geht er einfach daran vorbei? Nein, als ob, das tut er nicht. Er geht auf das Kreuz zu. Was macht er denn da? Warum geht er dorthin und was macht er hier? Wartet er? Untersucht er das Kreuz? Warum? Dieser Benutzer hat einen Beitrag auf Reddit gepostet, in dem er behauptet, dass er aus Versehen das Genick eines Dorfbewohners gebrochen hat, was dazu führte, dass die Wirbelsäule sichtbar wurde. Aber wenn wir uns das Bild hier mal genauer ansehen, ist das wirklich eine Wirbelsäule? Das Einzige, was sicher ist, ist, dass dieser Dorfbewohner kein gewöhnlicher ist und der Kopf deutlich vom Körper getrennt wurde. Und dann sieht man die roten Flecken, die tatsächlich, ja, Blutspritzer sein könnten. Aber ist das wirklich eine Wirbelsäule? Und wenn ja, ist das vielleicht doch mit Photoshop bearbeitet und gefälscht worden? Doch noch beunruhigender sind die Kommentare unter dem Beitrag. Andere Spieler behaupten nämlich auch, dass sie diesen Dorfbewohner in ihren Welten gesehen haben. Wenn das alles hier also nicht wahr wäre, würden die anderen Leute hier nicht alle mit OP einer Meinung sein. Aber man kann in Minecraft doch gar kein Genick brechen. Und wenn doch, warum? Dorfbewohner haben sehr breite Hälse. Sie sind sogar so breit, dass sie direkt in seinen Kopf gehen. Also müssen wir als erstes versuchen, den Dorfbewohner genau dort zu treffen, wo sein Hals theoretisch sein müsste. Auch wenn wir ihn von außen nicht genau sehen.
sehen können, um ihm das Genick zu brechen. Eine ekelhafte Vorstellung irgendwie. Aber hey, dieser schreckliche Mythos ist etwas, von dem Spieler berichtet haben, dass er wirklich wahr sein soll. Also müssen wir es erstmal schaffen, einen solchen Dorfbewohner an einem Ort festzuhalten, damit er nicht ständig wegläuft. Mann, komm schon, bleib doch stehen und renn ich immer weg. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir werden dir schon nichts Böses antun, außer, versuchen dir das Genick zu brechen. Lol. Die Blöcke hier platzieren und ja, wir haben es geschafft. Er ist drin. Jetzt ist er hier gefangen und wir bewegen das Fadenkreuz jetzt genau dorthin, wo sein Hals sein sollte. Das ist die Nase. Aber hey, das müsste eigentlich die richtige Stelle sein. Und jetzt schlagen wir zu. Nochmal. Ich weiß nicht so recht. Selbst wenn wir ihn genau dort treffen, wo sein Hals sein sollte, passiert irgendwie nichts. Nichts passiert, egal wie oft wir seinen Hals treffen. Vielleicht müssen wir ihn ein bisschen schneller hauen? Auch nichts. Ups, und schon ist er tot. Mann, Leute. Okay, noch ein Versuch. Wir stoßen einfach einen Dorfbewohner vom Haus und schauen mal, was passiert. Ich meine, vielleicht bricht sein Genick und es sieht so wie auf dem Screenshot des Spielers aus. Aber zuerst müssen wir einen von ihnen fangen. Das ist gar nicht mal so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Vielleicht geht's ja mit einer Leine. Versuchen wir das einfach mal. Nee, das klappt natürlich nicht. Oh Mann, geht das nur mit Befehlen oder in Bedrock? Egal. Okay, also Leute, ich hab's endlich geschafft, einen Dorfbewohner auf das Haus zu bekommen. Und jetzt schubsen wir ihn einfach runter und schauen, was passiert. Okay? 3, 2, 1 und nichts. Er leidet nur Schaden. Das ist alles. Vielleicht war das nicht hoch genug. Dann versuchen wir es halt nochmal und locken ihn den Berg hinauf. Puh, Leute, er ist auf dem Berg. Und jetzt stoßen wir ihn wieder runter. Er fliegt und stirbt? Mann, Leute, das funktioniert irgendwie auch nicht. Der Reddit-Nutzer hat doch aber geschrieben, dass es diesen gruselig aussehenden Dorfbewohner mit Wirbelsäule geben soll. Wir wissen, dass diese Dorfbewohner nicht im normalen Spiel vorkommen können. Aber wenn sie überhaupt existieren, muss es sich um einen Glitch handeln. Nur so wäre es theoretisch möglich, dass so ein Dorfbewohner überhaupt erst entsteht. Ein anderer Reddit-Nutzer berichtet von einer ähnlichen Sache. Aber es betrifft bei ihm nicht nur den Dorfbewohner, sondern alles in Minecraft. Zum Beispiel die Schafe, die durch die Welt glitschen und deren Knochen gebrochen sein sollen. Er berichtet auch, dass es nicht nur Mobs, sondern auch Spieler betrifft. Ja, tatsächlich soll es möglich sein, dass wir unsere eigenen Knochen brechen können. Es wird vermutet, dass dieser Dorfbewohner etwas damit zu tun haben soll. So, jetzt sind wir wieder im Dorf. Vielleicht müssen wir versuchen, einen anderen Kopf im Spiel auf den eines Dorfbewohners zu setzen. Denn es heißt, dass das Spiel dann denkt, der Mob oder in unserem Fall der Dorfbewohner hätte zwei Köpfe. Einige Spieler behaupten, dass das in seltenen Fällen sogar dazu führen kann, dass der Mob komplett zerstört wird. Sicher ist das aber alles nicht. Also probieren wir es jetzt mal aus. Es scheint keine Rolle zu spielen, welcher Kopf es ist. Also nehmen wir einfach den Skelettkopf und klicken damit auf den Dorfbewohner. Aber auch das funktioniert nicht. Wir können ihn nicht anklicken und den Kopf aufsetzen. Stattdessen schüttelt er den Kopf oder sein Handelsmenü öffnet sich. Wir brauchen also eine andere Möglichkeit, damit er den Kopf aufsetzt. Also machte ich mich an die Arbeit, noch mehr Ressourcen zu farmen, um einen Redstone-Mechanismus zu bauen, mit dem ich den Kopf auf den des Dorfbewohners schieben kann. Mein erstes Experiment ist eigentlich relativ einfach. Ich versuche, den Kolben zu benutzen, um den Skelettkopf auf den Dorfbewohner zu schieben, der in einem Boot gefangen ist. Und dann habe ich auch noch ein Schaf gefangen. Im Reddit-Post stand nämlich auch, dass der Wirbelsäulendorfbewohner irgendwie die Wolle der Schafe verändert hat, sodass die Tiere irgendwie herumglitschen sollen. Keine Ahnung, was gleich passieren wird, Leute. Also drücken wir den Knopf in 3, 2, 1 und... der Kolben ist in dem Dorfbewohner, aber der Skelettkopf nicht. Er ist einfach abgegangen und auf den Boden gefallen. Versuchen wir es nochmal. Also hindert uns das Spiel gerade daran, das zu tun? Wir brauchen eine Lösung, damit der Kopf nicht abfällt und wir ihn in den Dorfbewohner schieben können. Wie wäre es mit, Werfern? Wir können sie benutzen, um den Dorfbewohnern und Mobs Items zu geben. Aber ist das auch mit Köpfen möglich, sodass sie nicht in ihrem Inventar, sondern, auf dem Kopf landen? Lasst es uns doch einfach mal ausprobieren. Warte, was? Das geht einfach. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Der Skelettkopf ist auf dem Kopf des Dorfbewohners. Und jetzt, was passiert hier? Warte, was? Wo ist der Dorfbewohner hin? Hä? Warum ist der Kopf des Skeletts in der Luft, wenn der Dorfbewohner eben noch im Boot saß? Er scheint einfach verschwunden. Dann müssen wir wohl versuchen, einem anderen Dorfbewohner den Skelettkopf aufzusetzen. Aber was? Wo sind die Dorfbewohner hin? Waren hier eben nicht noch welche? Wo sind die hin? Leute, die Dorfbewohner sind alle verschwunden.
verschwunden. Sind sie in ihren Häusern? Auch wenn es Tag ist, vielleicht sind sie alle in ihre Häuser geflohen. Aber nein, hier ist auch nichts zu sehen. Keine Dorfbewohner in den Häusern oder in ihren Betten. Leute, was ist denn hier los? Was ist mit dem Dorf passiert? Oh mein Gott! Wie kann es sein, dass der Dorfbewohner von eben einfach verschwunden ist? Und warum hing dann der Skelettkopf einfach in der Luft? Nein, 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 was ist mit dem Schaf passiert? Was ist denn das? Es glitscht so seltsam herum. Alles glitscht hier herum. Könnt ihr das auch sehen? Was ist denn jetzt mit dem Bildschirm los? Leute, helft mir! Was ist denn hier los? Hilfe! Was passiert hier? Was ist hier los? Da! Oh mein Gott! Hilfe! Der Wirbelsäulendorfbewohner! Es gibt ihn wirklich! Oh mein Gott, schnell! Wir müssen weg von hier! Oh, schnell, schnell, schnell! Wow, was ist mit meinem Bildschirm los? Alles bewegt sich! Was ist das denn? Helft mir, Leute! Wo ist der schreckliche Dorfbewohner hin? Warum werden wir verletzt und bekommen Schaden? Hat er uns infiziert? Was ist hier los? Hilfe! Warum wurden die Ghasts erschaffen? Warum gibt es die Nether Farlands? Und warum gibt es dort kein Licht? Das ist der Mythos Black Ghasts. Wir erstellen eine Welt im Überlebensmodus und deaktivieren die Cheats. Außerdem verwenden wir diesen Seed. Ich werde gleich erklären, warum wir genau diesen nehmen. Es ist so, dass die Ghasts erstmals in der Beta 0.12.1 ins Spiel kamen. Das letzte Mal wurde der Black Ghast in Version 1.12.2 gesichtet. Und wie ihr an diesen, ja, alten Texturen sehen könnt, ist das die Version, die wir gerade verwenden. Den Seed, den wir vor der Erstellung der Welt eingegeben haben, ist sehr wichtig. Denn das ist der einzige Seed in dieser Version, in der diese Schmiede direkt am Spawn natürlich generiert wird. Diese Schmiede unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass sie eine Truhe mit genügend Obsidian und Eisen enthält, um sofort in den Nether zu gelangen. Aber was ist die Geschichte hinter dem Black Ghast? Der Black Ghast war der erste Beta-Bug-Test für den Ghast, den wir heute im Spiel haben. Es wird jedoch vermutet, dass ein Mojang-Mitarbeiter die Lichtstufe der Ghasts versehentlich auf -1 gesetzt hat. Aufgrund dieser Änderung fing der Ghast an, Lichtquellen im Nether zu absorbieren, bis es so dunkel wurde, dass unser Bildschirm stockdunkel war und Minecraft unspielbar wurde. Also werden wir jetzt in den Nether gehen und herausfinden, ob es ihn wirklich gibt. In der Truhe des Schmieds war genug Eisen, um einen Eimer herzustellen, mit dem wir dann ein Portal am Lavasee bauen können. Ihr seht schon, wie OP dieser Seed ist. Es ist zwar auch in anderen Welten möglich, aber dieser Seed ist der schnellste Weg, um es im Überlebensmodus zu schaffen. Also müssen wir jetzt nur noch das Wasser nehmen und das Portal im Lavasee bauen. Die Sache ist die, dass Mojang damals versucht hat, das Problem mit dem Black Ghast zu beheben. Sie haben sogar einen neuen Block, den Leuchtstein, in den Nether gebracht, um mehr Licht in diese Dimension zu bringen. Aber nichts hat wirklich funktioniert. Einige Ghasts haben aber weiterhin die Lichtquellen im Nether, naja, gefressen, während andere das nicht taten. Der Mitarbeiter, der diesen Fehler versehentlich ins Spiel gebracht hatte, wurde entlassen und das Problem besteht seit Jahren fort. Okay, jetzt schütten wir den Lavaeimer an die Seite und schon haben wir das Portal. Und wir gehen durch. Wow, seht euch diese alten Texturen an. Der Nether sah ja früher noch viel gruseliger aus als heute. Ah, nein, wir werden angegriffen, was? Ist das schon der Black Ghast? Nee, zum Glück, er ist es nicht. Oh, es ist ein ganz normaler. Natürlich ist er normal, was habe ich mir nur gedacht? Selbst wenn er wirklich existieren würde, wäre er nicht hier. Es ist nämlich so, dass Mojang den Black Ghast in den Nether Farlands gefangen hält. Die sind 25 Millionen Blöcke vom Spawn entfernt. Wenn wir ihn also sehen wollen, müssen wir uns auf den Weg machen und 25 Millionen Blöcke laufen. Hoffentlich finden wir unterwegs eine Nether-Festung oder so etwas ähnliches, damit wir genug Materialien für unsere Abenteuerreise haben. Denn das, was wir in unserem Inventar haben, reicht niemals aus, um im Nether zu überleben. Okay, aber 25 Millionen Blöcke, das ist wirklich ein weiter Weg. Sehr weit sogar. Vielleicht sollten wir in den Kreativmodus wechseln und uns dorthin teleportieren. Ich weiß, dass wir hier vielleicht ein bisschen schummeln, aber es dauert Tage, so weit zu laufen. Also Leute, teleportieren wir uns 25 Millionen Blöcke weit in den Nether, wo sie sich befinden sollen. Und wow, seht mal, das sind die Nether Farlands. Sie sehen so ähnlich aus wie die, die wir früher in der Oberwelt anstelle der Weltgrenze hatten. Wir müssen da rein. Ist das überhaupt möglich? Also in die normalen Farlands können wir nicht einfach reingehen, ohne dass das Spiel anfängt zu laggen. Aber hey, hier im Nether geht das anscheinend schon. Oh mein Gott, Leute, wir sind in den Farlands. Und der Black Ghast soll hier irgendwo leben. Oder er ist halt hier gefangen. Okay, wir müssen ihn finden. Und wow, die Welt hier ist einfach total kaputt. Das hier ist doch normalerweise unspielbar. Aber irgendwo muss er sein. Also der Black Ghast. Okay, wir laufen und laufen, aber irgendwie geht es immer weiter. Wie tief reichen denn bitte die Nether Farlands? Ich kann hier nichts Seltsames oder Unnatürliches entdecken. Doch, oh, wow, da!
Die Gasts, wo kommen die denn her? Oh Mann, schnell zurück, sie dürfen uns nicht umbringen. Wie kann es sein, dass mehrere Gasts auf einmal aus dem Nichts auftauchen? Das Spiel laggt hier ein wenig, vielleicht ist es ein Glitch, aber hä, trotzdem. Okay, ich glaube, ich weiß, was gerade passiert ist. Es wird berichtet, dass zuerst mehrere normale Gasts spawnen, sodass man den Black Gast nicht sofort unter ihnen erkennen kann. Aber ich konnte ihn trotzdem nicht sehen. Ist er überhaupt da und existiert er überhaupt? Okay, Leute, weiter. Es ist zu gefährlich. Die Gasts sind noch am Leben, aber was sollen wir tun? Zurücklaufen? Bauen wir einfach einen anderen Gang daneben? Wenn ich mich nicht irre, ist der gar nicht so weit weg. Okay, Leute, wir haben uns gerettet. Weiter geht's. Aber es wird schwierig sein, den Weg zurückzufinden. Lass uns auf jeden Fall Fackeln auf den Boden legen, damit wir den Weg zurückfinden können. Die plötzlich aufgetauchten Gasts sind angeblich ein Zeichen dafür, dass der Black Gast zur gleichen Zeit erschaffen wird. Aber irgendwie konnten wir ihn nicht sehen. Also, wo ist er? Oh. Wartet, die Fackeln, warum brennen sie nicht mehr? Es heißt, dass der Black Gast irgendwie alle Lichtquellen absorbiert. Wenn das der Fall ist, sollte der Leuchtstein hier doch auch nicht mehr leuchten, oder? Nein, er leuchtet noch. Wieso ist dann aber das Licht der Fackeln nach kurzer Zeit ausgegangen? War das die Bestie? Ich denke, wir sollten aufhören, Fackeln auf den Boden zu stellen, denn jedes Mal, wenn wir das tun, füttern wir den Gast und machen ihn stärker, oder? Funktioniert das nicht so? Kein Licht, die Fackel leuchtet überhaupt nicht mehr, wie unheimlich. Okay, wir gehen weiter. Vielleicht finden wir etwas, das darauf hindeutet, dass es ihn wirklich gibt. Also irgendeinem Grund ist er gerade ja nicht gespawnt. Wow, schaut mal, da drüben eine Nether-Festung. Die sollte es ja eigentlich nicht geben. Und es gibt hier auch Lohn. Die sollten auch eigentlich nicht hier sein. Zumindest sagen die Spielerberichte, dass die Farlands so dunkel sind, dass selbst Mobs dort nicht spawnen wollen, obwohl sie ja normalerweise im Dunkeln spawnen. Und außerdem gibt es hier auch Zombie-Piglins. Hä? Die sollten ja auch nicht sein. Wobei hier auch Lava und Feuer sind, die ja die Farlands auch beleuchten. Oh mein Gott, Leute, hier ist ein weiterer Gast. Nein, mehr als einer. Schnell, wir müssen sie töten, bevor wir sterben. Los, kommt. Leute, wir können es schaffen. Schaut her, noch mehr. Der Black Gast muss sich irgendwo zwischen ihnen verstecken. Kommt, wir können sie leicht töten, wenn wir sie mit Feuerbällen treffen oder mit dem Bogen besiegen. Aber warum sind es denn wieder so viele von ihnen? Okay, nochmal schießen und... Oh, wir haben es geschafft, wir haben sie alle getötet. Das war ganz schön knapp. Mann, Leute, aber mal im Ernst, es gibt wirklich nichts Ungewöhnliches hier in den Farlands im Nether. Und schon gar keinen Black Gast. Sind all diese Berichte also nicht wahr? War das alles nur ein Scherz von einigen Spielern? Oder ist an den Theorien vielleicht doch etwas dran? Mal ganz ehrlich, Leute, ich glaube wirklich nicht, dass dieser Mythos wahr ist. Oh, was? Was ist denn hier los? Mein Bildschirm. Er wird komplett dunkel. Warum wird mein Bildschirm dunkel? Was ist denn los? Oh, schaut da oben, der Black Gast. Es gibt ihn wirklich. Oh Mann, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben doch gerade alle getötet und ihn nicht sehen können. Aber jetzt ist er da. Können wir ihn töten? Aber warum macht er immer wieder diese unheimlichen Geräusche? Und warum wird mein Bildschirm immer schwarz? Wo ist er denn hin? Oh Leute, er ist verschwunden. Das ist doch nicht wahr. Zumindest kann ich ihn nicht mehr sehen. Könnt ihr ihn hören? Oh Mann, diese unheimlichen Geräusche. Mein Bildschirm wird auch immer dunkler. Ich kann ihn hören, aber wo ist er? Was ist denn hier los? Das wird mir langsam alles zu viel. Was ist, wenn er zurückkommt, um uns zu töten? Wir müssen von hier verschwinden, aber schnell. So schnell es geht. Schnell, 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 schnell. Beeilung. Ich kann ihn nicht sehen, Leute. Wo ist er denn? Diese Geräusche sind so laut. Er muss ganz in der Nähe sein. Oh nein. Direkt vor uns. Wo kommt er denn her? Schnell wieder zurück. Hilfe. Wo gehen wir denn hin? Da ist der Black Gast. Wir wissen nicht einmal, was er kann. Abgesehen von den Geräuschen und seinem gruseligen Aussehen. Was kann er denn noch? Seine Feuerbälle. Er ist mega aggressiv. Oh nein, wir müssen die Feuerbälle nur treffen, um sie in seine Richtung zurückzulenken, oder? Dann können wir ihn töten. Das ist doch bestimmt wie bei den normalen Gasts, oder? Oh, ja, geschafft, Leute. Oh Mann, das war einfach, oder? Oh nein, er kann sich von selbst wiederbeleben. Ist er unbesiegbar? Oh Mann, es scheint so. Wenn wir ihn töten, wird er wiederbelebt. Okay, das wird mir alles zu viel. Wir müssen hier schnell raus. Aber diese Gänge. Wie weit sind wir eigentlich in den Farlands? Wir müssen in das normale Nether-Gebiet zurück. Aber die Bestie folgt uns. Schnell, weiter, Beeilung. Wir müssen hier raus. Okay, wir töten ihn nochmal. Oh. Er ist weg, oder? Nein. Oh, Mann, dort ist er wieder. Er kann sich einfach immer und immer wieder beleben. Haben wir noch Obsidian? Dann lasst uns schnell ein Portal bauen, bevor er uns einholt. Jetzt schnell das Obsidian platzieren. Wir müssen hier raus und zurück in die Oberwelt. Okay, anzünden und geschafft. Einfach durchgehen. Hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig. Schneller. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind durch das Portal, Leute. Das war so knapp. Wir wären fast gestorben. Jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen. Wie er auch immer wieder aufgetaucht ist. Er ist unbesiegbar, oder? Ein Glück, dass wir entkommen sind. Oh, nein. Warum wird hier alles dunkel? Wir kommen in den Farlands in der Oberwelt raus. Oh mein Gott, wir sind in den Farlands gefangen. 30 Millionen Blöcke vom Spawn entfernt. Und der Black Gast? Er kann in die Oberwelt gehen? Leute, helft mir. Was soll ich denn tun? Ich muss wegrennen. Angreifen bringt ja nichts. Ah! Es ist möglich, Bücher zu kombinieren und eine geheime und schreckliche Botschaft zu enthüllen. Und der Spieler in diesem Video ist hier, um es uns zu zeigen. Aber wie genau macht er das mit den Büchern? Achtet auf die Anfangsbuchstaben
jedes Buches. Curse of Binding C, Unbreaking O, Respiration R, Sharpness S, Efficiency E. Cursed. Die Anfangsbuchstaben ergeben also auf Deutsch verflucht. Aber was bedeutet das? Ah, was ist denn das? Der Himmel. Alles wird schwarz und es beginnt zu regnen. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, die Wolken. Seht euch das an, die sind auf einmal rot. Warum passiert das alles so plötzlich? Er hat die Bücher einfach ins Regal gestellt und dann ist das passiert? Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Sowas habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Und was ist das überhaupt? Und was ist das? Der Mob, die Schafe, die Kuh, das Schwein. Sie stehen alle auf dem Kopf, aber der Spieler hat das Dinnerbaum-Namensschild doch gar nicht benutzt. Wie können sie also alle plötzlich auf dem Kopf stehen? Das ist doch gar nicht möglich. Das kann nicht sein. Oh mein Gott, Leute, der Spieler, er steht plötzlich auch auf dem Kopf. Was ist da los? Und die Aufnahme ist zu Ende? Hä? Okay, wir müssen das ausprobieren, um die Wahrheit herauszufinden. Ich habe sowas wie in dem Video des Spielers noch nie gesehen. Rote Wolken und alle Mobs und sogar der Spieler stehen auf dem Kopf. Das kann doch gar nicht echt sein. Ich bin jetzt schon im Spiel und wir stellen die Sprache auf Englisch ein, damit die ersten Buchstaben der Bücher das Wort Cursed ergeben. Genau wie im Video gerade. Okay, das leere Bücherregal steht auf dem Boden und jetzt müssen wir die richtigen Bücher eins nach dem anderen in das Regal stellen. Also machen wir das einfach. Oh Leute, ich bin schon ziemlich aufgeregt und gespannt, was gleich passieren wird. C, U, R, S, E und dann das letzte Buch für das Wort Cursed. Oh Leute, 3, 2, 1, D. Okay, es kann losgehen. Hä? Oder doch nicht? Passiert hier etwas? Der Himmel verdunkelt sich doch gar nicht. Es regnet nicht und die Mobs stehen auch nicht auf dem Kopf. Und ich selbst auch nicht. Haben wir irgendwie irgendwas falsch gemacht? Okay, versuchen wir es nochmal. Sie stehen alle in der richtigen Reihenfolge. Cursed. C-U-R-S-E-D. Cursed. Also legen wir sie nochmal rein. Zuerst das C, dann das U und das R. Jetzt das S und dann das E und noch das D. Nichts. Nichts passiert, Leute. War das Video des Spielers also irgendwie gefaked? Wollte er uns nur einen Streich spielen? Mann, Leute. Ich glaube ja, Leute. Wäre es nicht cool gewesen, wenn das aus dem Video wirklich wahr gewesen wäre? Oder habe ich doch nur irgendwas falsch gemacht? Wie du sehen kannst, bin ich gerade in Minecraft-Version 1.3.1, die damals im Jahr 2012 veröffentlicht wurde. Hier soll es tatsächlich den Blood Enderman geben. Was genau das ist, erkläre ich euch gleich. Wir erstellen also die Welt im Survival-Modus ohne Cheats mit großen Biomen und verwenden diesen Seed. Damit sollten wir direkt in einem Wüstentempel spawnen. Den können wir dann sofort plündern. Und schon sind wir im Spiel. Der Blood Enderman soll das Ergebnis eines Fehlers in der ursprünglichen Enderman-Code-Datei sein. Um die Existenz dieses Bugs zu beweisen, muss ich einen normalen Enderman in die neuesten Versionen des Spiels bringen. Oh wow, ist das neblig hier. Wie soll ich denn hier irgendwas finden, geschweige denn einen Enderman? Nachdem ich den Tempel geplündert hatte, warte ich darauf, dass der Mond aufging und die ersten Endermans anfangen zu spawnen. Ich denke mal, das hier ist genug Ausrüstung für den Anfang, oder? Und jetzt müssen wir nur noch den Enderman finden. Das ist gar nicht so einfach, oder? Ich meine, man kann sie nicht überall finden. Ich melde mich einfach wieder, sobald... Oh, da vorne, da ist ja ein Enderman. Oh, wir haben einen. Aber wie kriegen wir überhaupt einen von den alten hier in die neueste Version? Müssen wir ihn umbringen? Okay, versuchen wir das. Ah, das ist aber gar nicht so einfach. Er greift uns sofort an. Also nochmal auf ihn schlagen. Und nochmal. Oh Mann, warum ist der denn so stark? Oh nein, die anderen Mobs spawnen die alle gleichzeitig. Schnell in den Wüstentempel rein. Okay, nochmal. Oh, jawohl, geschafft. Ich habe ihn geschlagen und getötet. Das hat also schon mal nicht funktioniert. Den Bug können wir so nämlich nicht ausnutzen. Aber was genau hat es mit all dem auf sich? Und wie bekommen wir den Blood Enderman zu Gesicht? Vor Version 1.4 schränkten die Minecraft-Entwickler die Teleportationsmöglichkeiten für Enderman nicht ein. Dadurch können sie sich über unendliche Entfernungen teleportieren. Sogar über Weltdateien hinweg, was zu einem Glitch führte, der den Blood Enderman hervorbrachte. Ja, Leute, wirklich kein Scherz. Wir müssen also weiter versuchen, Enderman zu töten, bis sich einer in eine andere Welt teleportiert und gleichzeitig das Spiel beenden. Also komm her, du. Ich frage mich immer noch, ob das wirklich funktionieren wird. Aber es gab so viele Bugs in den alten Versionen, dass mich auch das nicht mehr überraschen würde. Okay, nochmal schlagen. Komm her. Ah, was ist das denn jetzt? Das Spiel ist abgestürzt. Oh Mann, hat das jetzt funktioniert? Ich weiß es nicht, aber das Spiel ist genau dann abgestürzt, als er sich teleportiert hat. Eigentlich sollte es jetzt also funktionieren. Wenn wir die Version der Welt updaten, das Spiel neu starten und die Welt betreten, sollte er sich in die neue Welt teleportieren. Der Bug sollte nämlich dafür sorgen,
Bedingung, dass die Metadateien des Endermans auf die neue Welt transferiert werden. Das soll in dieser alten Version funktionieren, zumindest nach den Berichten einiger Spieler. Aber ich bin gespannt. Wenn wir jetzt also zur neuesten Version des Spiels wechseln, sollten die Metadateien dafür sorgen, dass der teleportierende Enderman in der neuen Welt ankommt. Also gut, ich habe auf die neueste Version 1.20.1 aktualisiert. Was ist das denn? Warum bin ich denn plötzlich im Wasser? Ist das die gleiche Welt? Nein, oder? Oder warte, doch, der Wüstentempel ist dort drüben. Sogar die orangenen Wollblöcke, die früher anstelle der Keramikblöcke in den Tempel waren, sind noch da. Aber unser gesamtes Inventar ist verloren gegangen. Genauso wie die Mobs und die Tageszeit. Dafür haben wir jetzt wieder einen Skin. Hat die Übertragung irgendwie nicht funktioniert? Oh Mann, ich bin mir nicht sicher. Die Daten sollten noch in den Metadateien gespeichert sein. Wir müssen hier vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, denn es gibt auch nur wenige Sichtungen des Blood Enderman und wir wissen ja auch nicht, wie gefährlich er wirklich ist. Okay, Leute. Ich werde jetzt die Welt nach dem Enderman absuchen und mich melden, wenn ich einen dieser Blood Enderman finde. Ach, Leute. Ich bin jetzt schon eine ganze Zeit durch die Minecraft-Welt gelaufen, aber habe keinen einzigen anders aussehenden Blood Enderman gefunden. Den gibt's ja einfach nicht. Nur die normalen. Vielleicht ist der Blood Enderman aber auch nicht in die Oberwelt, sondern in den Nether teleportiert. Okay, kommt. Lass uns einfach ein Portal bauen, es anzünden und in die andere Dimension gehen. Ich meine, Enderman kommen ja eigentlich aus dem End. Warum sollten sie jetzt im Nether sein? Naja, aber da beide Dimensionen eine Art Welt sind und auch im Minecraft-Spielordner gespeichert sind und die Enderman der alten Version dafür bekannt sind, sich in andere Welten zu teleportieren und gleichzeitig ja die Metadaten transferiert werden, könnten sie sich doch auch in den Nether oder in eine andere Welt teleportieren, oder? Also probieren wir es einfach mal aus und gehen durch das Portal. Okay, das war natürlich wie immer easy und schon sind wir im Nether. Also, wir müssen hier nach irgendetwas Ungewöhnlichem suchen. Irgendwas. Hallo, Enderman, bist du hier? Oh, da drüben, da ist ein Enderman. Lass uns schnell hingehen. Was? Hä? Wo ist er hin? Oh Mann, hat er sich wegteleportiert? Aber da war doch ein Enderman. Sah der normal aus oder wie ein Blood Enderman? Ich weiß es wirklich nicht. Lass uns noch ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finden wir ihn ja wieder. Oh, seht euch mal unser Nether-Portal da vorne an. Warum sind da Grasblöcke? Es gibt doch gar keine Grasblöcke im Nether-Gebiet. Es sei denn, es handelt sich um einen der Glitches, die den Enderman laut Spielern von einer Minecraft-Welt in eine andere teleportieren. Könnte es sein, dass der Code, der für die Oberflächen der Oberwelt verwendet wird, in den Code des Nethers gekommen ist? Wie kann sowas überhaupt möglich sein? Ist das möglich? Es könnte auch sein, dass Enderman die Grasblöcke dort platziert haben. Haben sie also die Blöcke in der Oberwelt genommen und in den Nether gebracht? Aber warum sollten sie das tun? Das wäre möglich, wenn da nicht die Blumen auf den Grasblöcken wären. Enderman können die nämlich nicht aufheben. Vielleicht bauen wir die Blöcke auch einfach mal ab. Was ist das denn in unserem Inventar? Das hatten wir bis gerade eben nicht. Das sind dieselben Gegenstände, die wir im Wüstentempel in der 1.3.1 in unserem Inventar hatten. Oh Mann, Leute, die einzige logische Erklärung dafür ist, dass der Blood Enderman meine Charakterdateien von der 1.3.1 in die aktuelle Version im Nether verschoben hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass der Blood Enderman in die Versionen und Welten gehen kann und alles in andere Welten verschieben kann. Okay, schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir die Cheats für die Einzelspielerwelt aktivieren. Und, passiert hier irgendwas? Jo, Leute, schaut mal in den Chat. Der Blood Enderman betritt das Spiel. Er verlässt es aber wieder. Er betritt es wieder. Das geht immer so weiter. Oh, er versucht, von der alten Welt in die neue zu gelangen und teleportiert sich überall hin. Aber er hat uns noch nichts getan. Wieso will er sich aber wieder zurück teleportieren? Und warum können wir ihn nicht sehen? Es sei denn, es passiert nicht im Nether, sondern in der Oberwelt. Schnell, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Los, 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 kommt schon, kommt mit. Wir müssen zurück in die Oberwelt. Ist hier etwas? Nein, oder? Mein Spiel laggt aber immer mehr. Hilfe, es wird gleich unmöglich sein, hier überhaupt Minecraft zu spielen. Was ist los mit meinem Spiel? Und wo ist der Blood Enderman, der in die Oberwelt gegangen ist? Lasst uns schnell eine Falle bauen, damit er, sobald er uns angreift, in die Lava fällt und verbrennt. Okay, Leute, die Falle ist fertig. Die Frage ist nur, wie wir ihn dazu bringen, in die Falle zu gehen. Müssen wir uns vielleicht selbst opfern und ihn hineinlocken? Oh, Leute, okay. Ich habe eine Idee. Was, wenn wir den Virenschutz auf unserem PC deaktivieren? Dann kann er auf unsere Koordinaten zugreifen und kommt, um uns zu vernichten. Dann sollte er in das Loch mit der Lava fallen und sterben. Das ist zwar sehr gefährlich, aber diese Umstände erfordern diese Maßnahme. Aber Leute, macht das auf gar keinen Fall nach. Den Virenschutz abzuschalten ist eigentlich eine echt blöde Idee. Der Echtzeit-Virenschutz ist jetzt ausgeschaltet. Unser Computer ist nun völlig angreifbar. Wenn er Zugriff auf unsere Minecraft-Dateien hat, hat er jetzt die Möglichkeit herauszufinden, wo wir sind. Aber wo ist er? Wir sind jetzt wieder im Spiel, aber wo? Ah, genau da, da ist er. Der Blood Enderman. Wir sind in der Lava. Ach, wir sterben. Aber wo ist der Enderman? Nein, Hilfe!
Hat uns Mojang seit 2012 über den Blutregen belogen? Um das herauszufinden, habe ich nach den ganz alten Minecraft-Versionen gesucht, sie heruntergeladen und geöffnet. Das hier ist die Version 1.4.2, veröffentlicht an Halloween, und zwar am 31. Oktober 2012. Damals wurde diese Version Pretty Scary Update genannt. Das alleine deutet ja darauf hin, dass die Welt ein wenig anders ist als die anderen im Spiel. In diesem Update kam zum ersten Mal der Wither und die Hexe ins Spiel. Und wie ihr hier sehen könnt, sind die Texturen in dieser Version völlig anders als die, die wir heute kennen. Zusätzlich zu all den Dingen, die damals anders aussahen, gab es eine Sache, die es nie wieder gab, und das war der Blutregen. Ob es ihn aber jemals wirklich gab, darüber wird noch heute spekuliert. Spieler im Internet behaupten aber, dass es ihn wirklich gegeben hat. Auch wenn Notch das damals bestritt und die Gerüchteküche mit einem Tweet zu zerstreuen versuchte, indem er schrieb, dass er den Blutregen nie in das Spiel programmiert habe. Wenn man aber bedenkt, dass er danach nie wieder da war, macht das vielleicht Sinn, oder? Aber da Mojang von Zeit zu Zeit Fehler macht und versehentlich etwas hinzufügt, das nicht im Spiel sein sollte und es dann wieder entfernt, ist es doch möglich, dass der Regen doch existiert. Der einfachste Weg, um herauszufinden, ob die Sichtungen wahr sind oder nicht, ist es, den Regen einfach mit einem Befehl ins Spiel zu bringen. Also geben wir einfach /weather/rain ein und ja, jetzt wird es spannend. Gibt es ihn wirklich? Oh, ganz normaler Regen aus ganz normalen blauen Wassertropfen und nicht aus rotem Blut. Eigentlich sollte das in dieser Version aber so sein. Es gibt keinen Blutregen. Könnte es also wirklich sein, dass sich die Spieler geirrt haben oder dass sie uns nur hereinlegen wollen? Es gibt halt einfach keinen Blutregen in dieser Version. Gut, wir haben den Regen natürlich mit einem Befehl ins Spiel gebracht. Es kann also sein, dass er nur natürlich existiert. Also mit anderen Worten, wir können ihn nicht mit einem Befehl erzeugen, sondern er kann nur natürlich im Spiel vorkommen. Ich meine, warum soll Mojang auch einen Befehl für etwas ins Spiel gebracht haben, was sie zu verstecken versuchen? Vielleicht sagen die Spieler also doch die Wahrheit, und da diese Version nur zur Halloween-Zeit veröffentlicht wurde, kann es sein, dass auch die Zeit geändert werden muss. Also die Zeit im Spiel und mein Computer zur gleichen Zeit. Was meint ihr? Ändern wir die Zeit des Computers? Nur so können wir herausfinden, ob es wirklich etwas mit Halloween 2012 zu tun hat. Wir stellen also die Zeit auf den 31. Oktober 2012 ein. Wenn die Mojang-Entwickler nicht wollen, dass die Spieler von dieser Version erfahren, gibt es vielleicht etwas viel Gruseligeres, das in der Minecraft-Welt zu dieser Zeit passierte. Okay, die Zeit ist eingestellt und jetzt müssen wir nur noch bestätigen und die Zeit in unserem Computer wird geändert. Okay, Leute, wir sind wieder im Spiel und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass es nicht mehr regnet, was ja jetzt irgendwie kontraproduktiv ist. Wir brauchen halt Regen, aber dieses Mal wollen wir lieber keine Mods verwenden, weil wir wollen ja, dass der Regen von selbst kommt. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange das dauern wird oder ob es an Halloween überhaupt regnen wird. Ich werde also warten und melde mich wieder, sobald es anfängt zu regnen. Leute, es regnet, aber nicht Wasser, sondern rotes Wasser. Ist das Blut? Das ist der Blutregen, von dem die Spieler berichtet haben. Obwohl die Mojang-Mitarbeiter bzw. Notch geleugnet haben, dass es ihn jemals gab, hat er an Halloween 2012 tatsächlich existiert. Ich meine, da ist er. Ich kann es wirklich nicht fassen, aber was bedeutet das, wenn Blut aus den Wolken regnet? Warum? Hat Mojang uns wieder angelogen und es gibt etwas über den Regen, das wir nicht wissen sollen? Wenn Mojang das schon versucht hat, für uns zu verbergen, was haben sie sonst noch für uns verborgen? Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du nicht alleine bist? Die Minecraft-Welt ist riesig, alles kann sich in der Dunkelheit verstecken. Gibt es etwas oder sogar jemanden, der uns beobachtet? Das ist auf jeden Fall der Mythos des Kreuzmondes. Spieler haben berichtet, dass sie geheimnisvolle Kreuze nicht nur in der Welt, sondern auch am Himmel gefunden haben. Obwohl ich anfangs nicht überzeugt war, dass es dieses Kreuz wirklich gibt, hat ein Spieler auf Reddit ein Beweisvideo aufgenommen, das zeigen soll, dass der Kreuzmond wirklich existiert. Die Frage ist nun, ob er überhaupt real ist. Bis jetzt läuft es nur hier herum. Außerdem befindet er sich in einer Höhle. Wie kann es da einen Mond geben? Man kann ihn doch nur im Freien in der Nacht sehen. Oh, ach so, jetzt geht er nach draußen. Gibt es hier etwas? Nein, oder? Doch! Ja, da ist der Mond! Der Kreuzmond! Der Kreuzmond, von dem die Spieler gesprochen haben. Oh, was war das? Der Bildschirm. Für einen Moment wurde alles weiß. Wie ein helles Licht. Das ist der Kreuzmond? Ist der echt? Was? Hä? Was ist hier los? Warum passiert das? Das Spiel ist abgestürzt. Okay, aber was genau war das? Warum hat der Mond das getan? Was, echt oder gefaked? Okay. Wir müssen herausfinden, wie der Spieler das Video aufgenommen hat. Ich spiele ja schon seit Jahren Minecraft und habe das noch nie gesehen. Der Mond hat sich bei mir noch nie in einen Kreuzmond verwandelt. Aber das ist nicht das Einzige, was ich noch nie gesehen habe. Was ist denn mit den Blöcken? Sie sehen nicht so aus wie normalerweise, oder? Sind das die alten Minecraft-Texturen? Wenn ich mich nicht täusche, sollten sie das sein. Die Steintextur sieht heute anders aus. Genauso wie die anderen Blöcke. Dann wurde das sicher in einer alten Minecraft-Version aufgenommen.
Ich habe mal etwas über die Texturen recherchiert und es gibt tatsächlich viele Versionen, in denen diese alten Texturen verwendet wurden. Aber welche genau müssen wir verwenden? Im Minecraft-Wiki gibt es auch einen Beitrag über den Mond und wenn wir ganz nach unten scrollen, kommen wir zur Versionsgeschichte aller Versionen. Die Version Beta 1.9 Pre-Release 4 war eine der ersten Versionen des Mondes. Dort wurde er so verändert, dass es 8 Mondphasen gibt und er nicht mehr eckig ist, sondern eine runde Form annimmt. Außerdem ging er nicht mehr im Norden, sondern im Osten auf. Abgesehen von ein paar kleinen Änderungen ist der Mond seitdem nicht mehr groß verändert worden. Vielleicht war die Version im Video also eine vor der Beta 1.9. Die Beta 1.8 müsste es also sein. Okay Leute, das hier ist die Beta 1.8 und die letzte Version, bevor der Mond geändert wurde. Und wir sind im Spiel. Aber es ist noch Tag, also melde ich mich später, sobald der Mond aufgegangen ist. Okay Leute, ich bin neugierig, von welcher Seite der Mond aufgeht. Normalerweise geht der Mond im Osten auf und im Westen unter, aber in dieser alten Version soll es tatsächlich anders gewesen sein. Der Mond sollte im Norden aufgehen und oh mein Gott, er geht im Norden auf. Und wenn wir den F3-Bildschirm öffnen, sehen wir auch, dass die Zahlen der Z-Koordinaten sinken, was bedeutet, dass in dieser Richtung der Norden sein muss. Aber es ist ein Mond, ein ganz normaler Mond, ohne Kreuz. Also, wo ist das Kreuz? Es sollte doch ein Kreuzmond sein, oder nicht? Im Beweisvideo war der Mond sogar in der Form eines Kreuzes. Oh Moment, die Schnellzugriffsleiste und das Inventar. Es sieht ganz anders aus als in den aktuellen Versionen und der Spieler, der das Video aufgenommen hat, hatte nicht die alte Schnellzugriffsleiste, sondern ein neueres Inventar. Die Texturen im Video sind die gleichen wie die, die wir in der alten Version Beta 1.8 sehen können. Aber wie ist denn das möglich? Könnte es sein, dass es nicht funktioniert, weil wir nicht in dieser alten Version spielen dürfen? Geht es vielleicht nur um die alte Mondcode-Datei? Wir haben das ja schon mal mit dem Blood Enderman in einem der früheren Videos gemacht. Ist es also möglich, dass diese Methode funktioniert? Okay, wir müssen also die Code-Datei des Mondes in eine neue Version mit einem neuen Inventar, aber immer noch mit den alten Blöcken ziehen. Aber welche Version? Im Minecraft-Wiki steht, dass 1.12.2 die neueste Version mit den alten Minecraft-Texturen ist und das ist auch eine Version mit dem neuen Inventar. Wir müssen also die Welt mit dem Mond aus der Beta 1.8 in die 1.12.2 kopieren und zwar mit den Code-Dateien. Ich werde euch Bescheid geben, sobald ich die Dateien auf die neueste Version geändert habe und Minecraft neu gestartet wurde. Okay Leute, jetzt wird's spannend. Wir sind im Launcher und müssen nur noch die 1.12.2 Welt öffnen. Hier sollten wir nun diesen ganz speziellen Mond finden, der wie ein Kreuz aussieht. Okay, schon sind wir im Spiel und das ist die gleiche Welt wie vorher. Mit dem Unterschied, dass das Inventar jetzt geändert wurde, aber die Textur der alten Blöcke ist immer noch im Spiel. Und Leute, schaut, der Mond sollte jetzt von einer anderen Richtung aufgehen als normalerweise. Tut er das auch? Na, passiert es? Oh ja, tatsächlich, ich kann schon etwas vom Mond sehen, da ist er. Oh nein, hä? Warum wird mein Bildschirm plötzlich ganz weiß? Was ist das denn? Was ist hier los? Ist das ein normaler, eckiger Mond oder ein Kreuzmond? Oh, warte, warte, warte. Ist das... Oh ja, Leute, das ist das Kreuz, der Mond. Das ist der Kreuzmond. Genau wie in dem Beweisvideo des Spielers. Es gibt ihn also wirklich, oder? Nein, doch nicht. Es ist ein ganz normaler Mond. Oh nein, wie kann das sein? Wir haben doch die Code-Datei von der alten zur neuen Version geupdatet. Schon wieder wird es weiß. Wieso passiert das? Ich habe auf Reddit etwas über die Blitze recherchiert, die wir immer wieder sehen und herausgefunden, dass es etwas mit dem Dark Golem zu tun hat. Eine Kreatur, die erscheinen soll, wenn der Kreuzmond am Himmel ist. Zumindest haben die Spieler das berichtet. Wie genau der Dark Golem ins Spiel kommt, ist allerdings nicht ganz klar. Wir wissen ja nicht mal, wie wir den Kreuzmond entstehen lassen können. Dieser Spieler hier hat ihn sogar entdeckt, also den Dark Golem, und einen Screenshot als Beweis gemacht. Okay, das ist also der Dark Golem, aber ist er echt oder nicht? Ihm zufolge taucht er nur in der Nähe von Dörfern auf. Ich meine, das macht Sinn, denn Golems spawnen auch in den Dörfern. Und dann schreibt er etwas wie, was habe ich getan, um ihn zu erschaffen? Bedeutet das vielleicht, dass er genau wie normale Golems erschaffen werden muss? In diesem Tweet schreibt jemand auf Twitter etwas ähnliches. Er sagt, dass er es auch getestet hat und der Dark Golem zwar in den Dörfern lebt, aber schwer zu erschaffen ist. Er spawnt also nicht einfach so. Wenn das also stimmt, wie können wir den Dark Golem erschaffen? Vielleicht müssen wir etwas mit dem normalen Golem machen. Ich meine, das würde Sinn machen. Wir müssen also zuerst einen Golem finden. Oh, hier ist schon einer. Perfekt. Es könnte also wirklich sein, dass wir ihn in einen Dark Golem verwandeln können, aber wie? Normalerweise können wir ihn heilen, indem wir ihm Eisen geben. Wenn wir ihn also verletzen, füttern wir ihn mit Eisen und dann wird er geheilt. Das ist nichts Neues, aber was wäre, wenn wir ihm statt Eisen etwas Ähnliches geben, damit er sich in einen Dark Golem verwandelt? Wir haben die Weltdatei von Beta 1.8 auf 1.12.2 aktualisiert, also ist das vielleicht in dieser Version möglich. Mir fallen im Moment nur zwei schwarze Blöcke ein, Netherite-Barren und der Schwarzstein. Beide Blöcke wurden erst in der Version 1.16 ins Spiel integriert und können daher noch nicht in der 1.12.2
1.12 vorhanden sein. Okay, das funktioniert also nicht. Vielleicht ein anderer schwarzer Block? Versuchen wir es mal. Nichts passiert. Der Eisengolem verwandelt sich also nicht in einen Dark Golem. Okay. Ist das also alles nur Fake oder wollen uns die Spieler einen Streich spielen? Im Beweisvideo des Spielers gab es ganz am Anfang diese Lichtblitze und dann ging der Kreuzmond am Himmel auf. Als wir die Datei dann auf 1.12.2 aktualisiert haben, tauchten die Lichtblitze wieder auf und es schien, als würde der Kreuzmond in den Himmel steigen. Aber am Ende war es dann doch nur der normale Mond. Und der Dark Golem soll erschaffen werden? Wie genau? Wir wissen es immer noch nicht. Die Lichtblitze, der Kreuzmond und der Dark Golem haben alle etwas miteinander zu tun. Treten die Lichtblitze also auf, bevor etwas Unheimliches passiert? Also wie im Video geht der Kreuzmond zuerst am Himmel auf und zur gleichen Zeit, wenn der Mond nachts oben am Himmel steht, wird der Dark Golem erschaffen. Aber wie können wir den Kreuzmond überhaupt erst ins Spiel bringen? Das hat bis jetzt ja noch nicht geklappt. Die Spieler, die ihn gesichtet haben, haben berichtet, dass man den Dark Golem erschaffen muss. Könnte es sein, dass wir auch das Kreuz erschaffen müssen? Vielleicht bekommen wir nur den Kreuzmond, der den Dark Golem spawnen lässt, wenn wir den Mond heraufbeschwören, indem wir ein Kreuz auf dem Boden errichten. Machen wir das also einfach mit Erde. So, das Kreuz ist fast fertig. Ach so, wir sollten es genauso ausrichten, dass es später in die Richtung des Mondes zeigt. So, und es steht. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das funktionieren wird, aber hey, warten wir mal ab. Okay, ich habe die Nacht und dann den Tag abgewartet, damit der Mond wieder aufgehen kann. Jetzt geht also die Sonne unter und ich hoffe sehr, dass es klappen wird. Das ist die allerletzte Chance. Wenn das nicht klappt, dann, ja, dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Okay, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Haben sich unsere Nachforschungen und Bemühungen gelohnt oder ist alles unwahr und die Spieler auf Reddit haben uns nur einen Streich gespielt? Warte, was ist das? Siehst du das? Was ist das? Alles wird weiß. Ach, meine Augen. Man sagt, wenn die Lichtblitze erscheinen, passiert etwas Unheimliches und schaut, der Mond. Wieder einmal tauchen diese Lichtblitze auf. Der Mond geht auf. Ist das jetzt der Kreuzmond? Oh nein, es gibt ihn nicht. Oh mein Gott, was passiert denn da mit meinem Bildschirm? Ach, was ist denn hier los? Hä? Seit wann ist das überhaupt möglich? Und es wird dunkler und dunkler. Ich kann gar nichts mehr sehen. Ah! Oh. Es hat sich beruhigt. Kein Ruckeln mehr und wir können wieder sehen. Warte, was ist das? Oh mein Gott, dort seht ihr das. Der Mond dort am Himmel. Das ist der Kreuzmond. Es gibt ihn also wirklich. Es wird wieder weiß. Warum denn schon wieder? Ich dachte, das wäre das Ende. Nein, es geht weiter. Hilfe, was ist denn los? Wir müssen in das Dorf. Dort soll doch der Golem sein. Ah, der Golem. Hilfe, da ist der Dark Golem. Ist der gefährlich? Was ist hier los? Was soll ich jetzt tun? Weglaufen? Oh Mann, Hilfe. Alles bewegt sich. Okay, weiter. Mit dem Seed Orphan Age in der Bedrock-Edition sollten wir in der Lage sein, die Schreie von Kindern zu hören. Aber diese Schreie sollten nur in tiefen, dunklen Höhlen zu hören sein. Höhlen sehe ich hier aber nicht, also müssen wir sie erstmal finden. Hier, wie wäre es mit dieser? Nein, die ist nicht tief genug. Oh, seht euch die an. Das muss eine dieser Höhlen sein. Spieler, die diesen Seed gespielt haben und in diese Höhlen gegangen sind, haben berichtet, dass sie tatsächlich die Schreie von Kindern hören konnten. Zumindest haben sie sie angeblich gehört. Na, wollen wir reingehen? Naja, nun, ich kann die Aufnahme jetzt nicht mehr stoppen. Wir müssen da reingehen. Oh, es ist ziemlich dunkel hier drin. Können wir hier irgendwas hören? Oder sehen wir hier irgendwas? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch nichts gehört. Oh, was ist das? Hört man das sonst auch? Ja, oder? Das sind doch die normalen Höhlengeräusche in Minecraft, oder? Die sind schon so ziemlich gruselig. Aber das ist nicht das, was die Spieler gehört haben. Oh, hast du das gehört? Sind das Schreie? Oh Mann, Leute, ich will hier raus. Wie komme ich hier wieder raus? Das ist so gruselig. Hilfe! Schnell raus hier! Schaffen die neue Welt im Überlebensmodus, deaktivieren die Cheats und verwenden diesen Seed. Diese Zeichen bedeuten so viel wie Giant Steve in Morse Code. Zuerst dachte ich, das sei ein weiterer Mythos, der nicht wahr ist. Dann las ich aber die Berichte der Spieler über seine Sichtungen, die mich immer mehr vermuten ließen, dass er wirklich existiert. Jetzt werden wir herausfinden, ob diese Sichtungen wahr sind und ob es ihn wirklich gibt. In offiziellen Berichten heißt es, dass Giant Steve dich immer verfolgt. Aber warum tut er das? Okay, Leute, wir sind im Spiel. Sehen wir hier schon etwas Seltsames? Ich sehe irgendwie nichts. Bis jetzt war nur der Seed wirklich seltsam, aber hier gibt es nichts zu sehen. Oder etwa doch? Wir haben die Welt gerade erst betreten, aber ich sehe einfach nichts, was nach dem Giant Steve aussieht. Abgesehen davon soll er ja auch riesig sein. Das heißt, wenn er hier sein sollte, dann müssten wir ihn eigentlich sofort sehen. Okay, er ist auf jeden Fall nicht hier. Vielleicht müssen wir die Welt aber durchsuchen? Schalten wir die Renderdistanz also mal hoch. Wow, schaut mal, wir können jetzt
wirklich viel mehr sehen und so können wir den Giant Steve wahrscheinlich leichter finden, also wenn er überhaupt existiert. Das ist die höchste Renderdistanz, die in Minecraft möglich ist. Wir müssten also eigentlich in der Lage sein, ihn zu finden. Irgendwie. Nun ja, ich sehe auf jeden Fall immer noch keine riesige Kreatur. Der Giant Steve wurde ursprünglich von den Entwicklern im Geheimen programmiert, um der nächste neue Mob-Boss zu sein. Aber als Mojang die Entwickler entdeckte, die den Mob programmierten, wurden die Entwickler gefeuert und Mojang machte ihn schnell im Code unsichtbar, damit niemand dieses Geheimnis aufdecken würde. Okay. Aber wie soll ich ihn finden, wenn er unsichtbar ist? Wir können nicht einmal Befehle benutzen. Sollen wir einfach in die Luft schlagen, bis wir ihn finden? Oh, das macht auch keinen Sinn. Nein, okay, so kann das nicht funktionieren. Vielleicht schütte ich eine Flüssigkeit wie Milch auf ihn, dann können wir die Umrisse von Giant Steve sehen. Warte, Moment, was ist, wenn wir einfach F3 und B gleichzeitig drücken, um die Hitboxen zu aktivieren? Dann können wir alle Mobs sehen und Giant Steve ist ja einer von ihnen, weshalb wir ihn dann sehen könnten. Auch wenn er eigentlich unsichtbar ist. Natürlich ist seine Hitbox viel größer als die der anderen, aber Giant Steve wäre auch für uns sichtbar. Also, die Hitboxen sind an und alle Tiere wie Schweine, Schafe, Kühe und eigentlich alle Mobs können wir jetzt über eine Hitbox erkennen. Aber eine riesige Hitbox sehe ich nicht. Eigentlich müssten wir ihn doch so sehen, oder? Könnte es sein, dass es nicht funktioniert, wenn die Mobs unsichtbar sind? Okay, dann brauchen wir eine andere Möglichkeit, ihn aufzuspüren. Nachdem ich weitere Materialien besorgt hatte, begann ich Fallen für Giant Steve aufzustellen. Ich habe eine Menge Werfer und Druckplatten hergestellt und sie in den Boden platziert. Sobald jemand über die Druckplatte läuft, wird der Werfer aktiviert und ein Feuerwerk in die Luft geschossen, das uns alarmiert und signalisiert, wo der Giant Steve sich aufhält. Dann müssen wir nur noch schnell in die Richtung laufen, aus der das Feuerwerk kommt und sollten ihn sehen. Also gehen wir ein bisschen weiter weg und verstecken wir uns, damit wir das Feuerwerk sehen können, wenn es losgeht. Gleichzeitig sind wir aber auch in Sicherheit vor ihm. Okay Leute, jetzt müssen wir nur noch warten. Ich melde mich gleich wieder. Ich wartete und wartete und es gab kein Anzeichen dafür, dass Giant Steve wirklich existiert. Bis dann doch etwas passierte. Da Leute, das Feuerwerk, schnell hin! Der Giant Steve, er muss doch dort sein. Schnell, wir müssen das Schwert nehmen, denn wenn er dort ist, müssen wir es schaffen, ihn zu töten. Schnell dorthin, schneller, dann werden wir gleich herausfinden, ob er gefährlich ist und wie gefährlich er ist. Okay, wir sind da, aber was ist das, ein Schaf? Warte, ist das genau die Stelle, von der das Feuerwerk in die Luft geschossen wurde? Oh Mann, es sieht so aus, aber es war in Wirklichkeit nur ein Schaf. Oh Mann, na warte, weg mit dir. Okay, die Falle ist also wirklich nicht ideal, denn alles, was auf die Druckplatte geht, aktiviert das Signal. Diese Falle funktioniert also nicht besonders gut, vor allem, weil wir nur einen kleinen Teil der Minecraft-Welt mit Werfern und Druckplatten ausgestattet haben und er eventuell gar nicht hier vorbeikommen wird. Wie können wir es aber schaffen, den Giant Steve zu sehen? Ich hab's! Vielleicht können wir ihm etwas anbieten, das er will. Der Giant Steve wurde ursprünglich so programmiert, dass er seine Umgebung anders wahrnimmt als andere Mobs. Das heißt, wir können sogar über den Minecraft-Chat mit ihm kommunizieren. Aber er nutzt normalerweise keine Sprache, sondern nur Morsezeichen. Fragen wir ihn also einfach, wo er ist, oder? Dann schreiben wir einfach mal in den Chat und fragen. Mit diesem Online-Tool können wir Wörter in Morsecodes umwandeln. Also machen wir das einfach mal. Hallo, wo bist du? Okay. Jetzt lasst uns genau das in den Minecraft-Chat posten. Aber als Morsecode. 3, 2, 1. Giant Steve, kannst du das lesen? Ah, da, im Chat. Er antwortet. Ja, gut, als ob, aber was soll das bedeuten? Okay, schnell noch einmal das Online-Tool aufrufen, um den Morsecode in normale Sprache zurückzuübersetzen. Daten? Wie? Hä? Was? Daten? Was soll das bedeuten? Warum antwortet er nur mit einem Wort? Will er Daten? Hä? Aber welche? Okay, Leute, ich habe eine Idee. Wir müssen ihn irgendwie anlocken und das geht am besten, wenn wir uns selbst als Köder benutzen. Ich weiß, das ist gefährlich, aber nur so können wir seine Aufmerksamkeit erregen. Er wird uns nicht sagen, wo er ist, also müssen wir ihm sagen, wo wir sind. Da er sehr aggressiv sein soll und gerne Spieler aufspürt und tötet, wird er sofort zu uns kommen. Er will Daten, damit er weiß, wo er in unserer Minecraft-Welt suchen muss, um uns zu finden. Okay, dann lass uns das einfach tun. Das ist sehr gefährlich. Wir deaktivieren unser Computerpasswort, die Firewall und den Echtzeitschutz unseres Computers und posten unsere IP-Adresse in den Chat. Aber Leute, bitte, macht das auf gar keinen Fall nach. Okay, passiert da schon was? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich dachte, er wollte Daten. Wir haben ihm
die Daten gegeben. Und zwar die, wo wir sind. Wenn er auf unseren Computer zugreifen will, hat er jetzt die Möglichkeit dazu. Oh, wisst ihr was? Ich melde mich einfach bei euch, wenn was passieren sollte. Wow, okay Leute, ich habe eine andere Theorie, wie wir seine Aufmerksamkeit erregen können. Wir wissen bereits, dass er in unserer Minecraft-Welt ist, sonst hätte er nicht auf unsere Morsezeichen-Nachricht geantwortet. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo genau er sich aufhält und Kaninchen können dafür die Lösung sein. Ja, wirklich, Kaninchen. Sie sollen die einzigen Mobs sein, die unsichtbare Spieler sehen können. Ob das stimmt, werden wir gleich testen. Wir sind also schon komplett unsichtbar. Jetzt müssen wir nur noch auf ein Kaninchen zugehen und wir werden sehen, ob es stimmt oder nicht. Okay, hier ist ein Kaninchen. Perfekt. Nun, kannst du uns sehen? Oh, ja, schau, wenn wir auf es zugehen, läuft es von uns weg. Das funktioniert also. Wenn wir also unsere Minecraft-Welt mit Kaninchen füllen, werden sie vor dem unsichtbaren Giant Steve davonlaufen und wir müssen nur zu ihm laufen. Also Leute, so viele Kaninchen zu bekommen, dauert eine Weile, weil ich sie ja erst züchten muss. Also melde ich mich bei euch, sobald ich eine Menge von ihnen habe. Oh, Leute, das waren vielleicht ein bisschen zu viele. Mein PC ist völlig überlastet. Es sind Hunderte oder eher Tausende von Kaninchen hier. Aber irgendwie kann ich nicht sehen, dass sie vor irgendwas oder irgendjemandem wie Giant Steve weglaufen. Leider kann ich jetzt nur ein kleines Gebiet mit Kaninchen füllen, anstatt die ganze Minecraft-Welt. Sonst würde mein Spiel wahrscheinlich völlig abstürzen und mein PC würde kaputt gehen und ich könnte nie wieder Minecraft-Videos für euch machen. Okay, diese Option funktioniert also auch nicht. Oder, Moment. Heißt es nicht, dass der Giant Steve nur dort spawnen kann, wo unser Spiel gerendert wird? Wir müssen also nicht die ganze Minecraft-Welt nach ihm durchsuchen oder Millionen von Kaninchen spawnen lassen. Alles, was wir tun müssen, ist die Renderdistanz auf sehr niedrig setzen. Wir haben es also die ganze Zeit falsch gemacht. Er sollte also, wenn wir die Renderdistanz runtersetzen, nur innerhalb unserer Renderdistanz spawnen. Jetzt müssen wir also nah an das Kaninchengehege herankommen, damit er genau dort spawnen kann, damit sich die Kaninchen bewegen und wir wissen, wo er ist. Hm. Habt ihr schon was gemerkt? Ist euch eine Veränderung im Verhalten der Kaninchen aufgefallen? Sie rennen von niemandem weg, oder? Doch, da, die Kaninchen rennen weg. Das muss er sein. Der Giant Steve, oder? Hier, sie rennen alle weg. Er muss hier sein. Lass uns schnell unser Schwert nehmen und versuchen, ihn anzugreifen. Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt, wo wir drin sind, laufen auch die Kaninchen davon. Wo ist er hin? Ah, da, er ist nicht mehr unsichtbar. Lasst uns schnell eine Pfeilabschussanlage bauen. Jetzt wissen wir ja, wo er ist. Also all diese Werfer mit Pfeilen darin sind platziert und mit Redstone verbunden. Jetzt müssen wir nur noch den Hebel betätigen, um ihn zu töten. Oh, da ist er. Er greift uns an. Aua. Oh Mann, das tut weh. Schnell, wir müssen ihn umbringen. Wie viele Herzen hat er denn überhaupt? Oh Mann, Leute, er fügt uns so viel Schaden zu. Schnell weg, schnell. Wie können wir vor ihm wegkommen? Mit Blöcken? Schnell, schnell mit Blöcken einbauen. Schnell, 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 schnell. Bevor er uns umbringt. Oh nein, Hilfe. Seed 30100031. Ich erschaffe die Welt im Überlebensmodus ohne Cheats, damit ihr wisst, dass alles, was wir gleich sehen werden, auch im normalen Spiel passieren wird. Vorausgesetzt, dass die Theorie über diesen Seed richtig ist. Welcher Mythos, fragt ihr euch? Nun, in diesem Seed soll es einen Bambuswald im Dschungel geben, der so groß und furchterregend ist, dass die Spieler behaupten, dieser Bambuswald halte sie gefangen und es sei unmöglich, ihn lebend zu verlassen. Oh, das klingt alles sehr beängstigend. Also, wir sind im Spiel. Jetzt müssen wir irgendwo im Dschungel einen dieser Bambuswälder finden. Oh, in diesem Seed spawnt man direkt daneben. Ist das der Bambuswald, von dem die Spieler sagen, er sei verflucht? Ist das der verfluchte Wald? Aber wie soll er uns überhaupt gefangen halten? Er geht von hier nach hier. Aber irgendwie, naja, ist er nicht besonders groß und sieht von hier auch nicht wirklich unheimlich aus. Es ist wie ein Bambuswald halt. Und der soll verflucht sein? Das glaube ich einfach nicht. Aber von den Bildern auf Reddit, von den Spielern, die über den Bambuswald berichtet haben, ist das genau der Wald, den sie meinen. Dann lasst es uns ausprobieren und hineingehen. Okay. Gibt es hier irgendwas Unheimliches zu sehen? Nein, oder? Überall ist Bambus. Ah, hier. Man kann hier sogar aus dem Bambuswald zum Wasser herausschauen. Wir werden ihn also gleich schon durchquert haben, ohne dass uns etwas passiert ist. Der Bambuswald kann einfach nicht so tief sein. Moment mal, was? Hier muss doch irgendwo der Ausgang aus dem Wald sein. Müssten wir jetzt nicht im Dschungel sein? Aber da ist doch überall noch mehr Bambus. Habe ich das vorhin falsch eingeschätzt? Es scheint so, denn dieser Wald geht viel tiefer als gedacht. Also, lasst uns hier entlang gehen. Ich bin mir nicht sicher, wo ist der Ausgang? Wo sind wir überhaupt hergekommen, Leute? Hier ist alles voller Bambus, der uns jetzt plötzlich die Sicht auf die Freiheit versperrt. Denn ich meine, so viel Bambus gab es hier doch eben noch nicht. Der Bambuswald sah eigentlich ganz klein aus und wir konnten sogar rausschauen. Aber jetzt, was ist denn hier los? Hier sieht alles gleich aus. Wo soll ich lang gehen? Sind wir aus dieser Richtung gekommen? Wow, ist das ein Schild? Seht ihr das da vorne? Leute, ihr habt gesehen, dass diese Welt eine Einzelspieler
Spielerwelt ist, als ich sie erstellt habe. Wer oder was hat hier ein Schild aufgestellt? Es war überhaupt niemand hier und doch steht hier ein Schild. Bis jetzt dachte ich, dass nur Spielerschilder aufstellen können. Du gehörst jetzt mir? Nein, das hört sich gar nicht gut an, Leute. Das ist genau das, was die Spieler berichtet haben. Dieser Wald soll verflucht sein. Schnell weg hier. Lasst uns aus diesem Wald verschwinden. Schnell. Wir gehen hier lang, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch weiter in den Mammutwald hineingehen. Wo kommen wir denn her? War das nicht die Richtung, aus der wir gekommen sind? Mensch, Leute, ich will weg von hier. Wir müssen weg von hier. Ich will raus. Was ist denn das? Noch ein Schild. Oh Gott, was steht da? Was steht denn da? Woher kommen diese Schilder? Wer versucht, mich gefangen zu halten? Der Bambuswald oder ist es doch ein Spieler? Es gibt kein Entkommen. Das ist ganz und gar nicht gut. Ganz und gar nicht. Was ist denn das? Warum ist da wieder ein Schild auf dem Boden? Wir befinden uns doch in einer Einzelspielerwelt. Wer stellt diese Schilder auf? Wer auch immer das getan hat. Lass mich raus. Lass mich hier raus. Ich will weg. Ich will sofort aus diesem Bambuswald raus. Oh, ich werde noch verrückt. Ich will hier weg. Was? Was ist das? Was? Habt ihr das gehört? Nein. Oh, was war das denn? Das Geräusch. Was war das für ein Geräusch? Woher kam das? Nein. Hilfe. Was sollen wir tun? Wir müssen weg von hier. Oh Mann, da ist ein Dschungelbaum. Wir müssen hochklettern. Auf dem Baum können wir die Richtung sehen, in der wir aus dem verfluchten Wald herauskommen. Hoffe ich zumindest. Denn wenn wir das nicht schaffen, oh Gott. Wir müssen also irgendwie nur hier hochkommen. Schnell, lasst uns nach oben bauen. Schnell. Okay, wir sind oben. Aber, oh mein Gott, der Bambuswald dehnt sich bis zum Horizont aus. Seht ihr das? Der Bambuswald ist einfach überall. Wie ist das überhaupt möglich? Da ist überall Bambus. Auf dem Screenshot des Spielers auf Reddit war der Wald noch sehr klein und kurz bevor wir ihn betreten haben auch. Der Bambuswald hat uns also in eine Falle gelockt. Wir kommen hier nie mehr raus. Oder nur, wenn wir wieder runtergehen und uns durch den Bambus kämpfen. Aber diese Schreie, ich will sie nicht mehr hören. Ist das nur ein großer Bambuswald oder ist dieser Mythos wirklich wahr? Warte, was ist das da unten? Ist das Bambus, der in Form eines Kreuzes gewachsen ist? Oh Mann, das habe ich vorhin von unten gar nicht bemerkt. Was ist das für ein Bambuskreuz? Hat das eine Bedeutung? Ah, was ist denn hier los? Wir sind nach unten gefallen. Hilfe! Wir müssen hier raus. Wir müssen schnell hier weg. Schnell, Leute. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen irgendwie von hier verschwinden. Schnell. Wie ist das alles nur möglich? Oh, da! Da, hier geht's raus. Wir sind fast draußen. Ja, wir haben es gleich geschafft. Schneller. Puh, oh mein Gott. Das war so beängstigend. Oh, das war einfach so unheimlich. Wie ist das überhaupt möglich? Wir sind wieder genau da, wo wir auch reingegangen sind. Alles sieht hier wieder ganz normal aus. Aber das war es ganz und gar nicht, als wir den Bambuswald betreten haben, der hier tatsächlich irgendwie jetzt sehr harmlos aussieht. Warum schien der Bambuswald so groß zu sein? Was waren das für Geräusche? Und was hatte es mit dem Kreuz auf sich? Und warum sind wir plötzlich in die Tiefe gestürzt? Schreibt eure Theorien unbedingt in die Kommentare. Herobrine ist eine der bekanntesten Mythen in der Minecraft-Community. Seit der Version Alpha 1.0 bis heute, 13 Jahre später, haben Spieler berichtet, dass sie ihn gesehen haben. Um Beweise für seine Existenz zu finden, müssen wir nicht lange suchen. Eine einfache Suche auf YouTube reicht aus, um ein Video wie dieses zu finden, in dem zunächst alles normal erscheint. Stopp, siehst du das? Herobrine ist da vorne zu sehen. Er sieht aus wie ein normaler Spieler, bis auf seine leuchtenden weißen Augen. Und das wurde in einer Version aufgenommen, bevor es Mods oder Befehle gab. Es war also unmöglich, ihn auf eine andere Weise ins Spiel zu bringen und ihn tatsächlich im Spiel zu sehen. Seit 13 Jahren diskutieren Spieler darüber, ob Herobrine echt oder unecht ist. Es gibt nur einige Beweisvideos, die aber auch gefaked sein können. Aber es gibt tausende Spieler im Internet, die Herobrine gesehen haben und darüber berichten. Und das, obwohl Mojang in jeder einzelnen Version behauptet, dass sie den Herobrine entfernt haben. Warum ist der Herobrine also über die Jahre immer wieder aufgetaucht? Woher kam er ursprünglich? Aber noch wichtiger, alles, was man uns in den letzten 13 Jahren über diese Kreatur erzählt hat, war eine Lüge. Lasst uns loslegen und die Wahrheit über dieses Geheimnis herausfinden. Das ist die Minecraft Creepypasta-Seite von Herobrine. Hier finden wir die erste Sichtung von ihm. Und das ist dieser Screenshot. Dieser Screenshot wurde von einem Spieler aufgenommen, der Herobrine schon
sehr früh im Spiel vor allen anderen entdeckt hat. Alle anderen Sichtungen kamen nach diesem Screenshot. Aber wer hat dieses Foto überhaupt gemacht? Und wie genau kam es zu diesem Moment? Übrigens hat der Spieler nicht nur ein Foto gepostet, sondern auch genau erklärt, wie es zu dieser Sichtung kam und was dann geschah. Erst kürzlich habe ich eine neue Minecraft-Welt im Singleplayer-Modus betreten. Auf den ersten Blick sah alles ganz normal aus. Ich begann mit dem Fällen von Bäumen und dem Bau einer Werkbank. Mir fiel auf, dass sich im dichten Nebel etwas bewegte. Ich dachte, es war eine Kuh und so machte ich mich im Glauben an eine neue Rüstung auf die Jagd nach ihr. Aber es war keine Kuh. Was mich anstarrte, war ein Spieler, der den anderen Skin trug. Allerdings waren seine Augen leer. Ich überprüfte sofort, ob ich nicht unglücklicherweise im Multiplayer-Modus gelandet war. Doch das war ich nicht. Der andere blieb nicht lange. Erst schaute er mich an und dann lief er in den Nebel. Ich rannte ihm aus Neugier nach, doch auf einmal war er weg. Ich setzte das Spiel fort, ohne zu wissen, was ich davon halten sollte. Und als ich die Welt weiter erforschte, entdeckte ich Tunnel, die 2x2 Blöcke groß waren. Außerdem fand ich perfekte Sandpyramiden im Ozean und Bäume, bei denen die Blätter fehlten. Das konnte kein Kartengenerator leisten. Ich hatte ständig den Eindruck, den anderen Spieler im Nebel zu sehen. Doch wenn ich mich der Gestalt näherte, verschwand sie. Auch die Erhöhung meiner Sichtweite brachte keinen Erfolg. Oh Mann, Leute, alles, was die Existenz des Herobrines beweisen soll, ist dieser Screenshot. Es kann also gut sein, dass diese Geschichte nicht wahr ist, bis etwas passiert, was diese Geschichte glaubhaft macht. Denn damals berichteten Spieler in den darauffolgenden Tagen von ähnlichen Sichtungen des Herobrines. Vielleicht müssen wir uns dieses Bild also genauer anschauen, um einen Hinweis zu finden, den wir noch nicht entdeckt haben. Zuerst sehe ich, dass kein Nametag über ihm ist, also kann es kein Spieler sein, der da vorne steht. Der Screenshot scheint also echt zu sein, genau wie der Herobrine. Aber wenn die Spieler schon seit 13 Jahren nach Hinweisen auf diesem Bild suchen, die noch eindeutiger beweisen, dass es echt ist, wie sollen wir dann etwas finden? Ich meine, mir ist gerade aufgefallen, dass der Beitrag des Spielers mit dem Screenshot ein weiteres Detail enthält, das hier weggeschnitten wurde. Schaut es euch an, die Version. Hier könnt ihr die Version sehen, in der Spieler gesehen hat. Wir können doch einfach selbst in dieser Version spielen, oder? Können wir eine solche alte Version, die so scheint, als würde sie zu den ersten gehören, überhaupt herunterladen? Wenn hunderte von Leuten Herobrine in dieser Version gesehen haben, sollten wir das doch auch können, oder? Okay, lass es uns einfach ausprobieren. Und hey, die Version ist sogar verfügbar. Ich melde mich bei euch, sobald ich sie heruntergeladen habe und Minecraft geöffnet ist. Okay, wir sind im Spiel. Das ist die Version Alpha V1.0.16-02. Leute, das ist eine der ersten Versionen im Spiel. Ich vergesse immer, wie unheimlich diese Versionen sind. Alles sieht anders aus und überall ist Nebel. In der Ferne ist kaum etwas zu erkennen und auch die Schatten und Höhlen sind im Gegensatz zu den neueren Versionen pechschwarz. Auch hier können wir gar nichts sehen. Ich werde diese Welt also weiter erkunden, bis ich etwas finde, das auf den Herobrine hinweist und mich dann wieder bei euch melden. Oh Mann, Leute, ich habe jetzt eine ganze Weile hier verbracht und sogar ein Haus gebaut, das in dieser Version dreimal so lange dauert wie in neueren Versionen, weil man halt auch nicht sprinten oder gut sehen kann. Aber nach all der Zeit hier habe ich noch keinen Hinweis auf diese gruselig aussehende Kreatur gefunden. Gibt es diesen Herobrine also nicht? Es scheint so, oder? Sind die Sichtungen der Spieler also alle unwahr? Existiert er in dieser Version nicht? Die Wahrheit ist, dass einige Spieler vom ersten Tag an über den Herobrine gelogen haben. Die Aufnahme, die wir hier sehen, soll die erste Videoaufnahme des Herobrine sein. Der Spieler, der dieses Beweisvideo aufgenommen hat, heißt Copeland. Er soll Herobrine in genau dieser Aufnahme gesichtet haben, die ursprünglich aus einem Livestream stammte. Aber wenn wir uns diese Aufnahme genauer ansehen, erkennen wir schnell, dass er andere Texturen benutzt. Und als er diese Tür öffnet, seht ihr das? Ja, es sieht aus wie der Herobrine. Ist das der Herobrine? Ja, oder? Beim genaueren Hinsehen erkennen wir hier etwas Unnatürliches, denn der Herobrine auf dieser Aufnahme ist keine Kreatur, sondern liegt flach an der Wand. Ach man, Copeland hat also nur ein paar Texturen benutzt, damit der Herobrine an der Wand zu sehen ist. Wahrscheinlich hat er das mit einem Gemälde gemacht, das er mit der Herobrine-Textur ausgetauscht hat. Seit dieser Aufnahme sind einige Jahre vergangen und der Ersteller dieses Videos, Copeland, hat zugegeben, dass man den echten Herobrine nicht in der Aufnahme sehen kann, sondern dass die Kreatur nur auf einem Gemälde zu sehen ist. Heute wissen wir, dass es nicht der echte Herobrine ist und alles eine Fälschung ist, aber die Spieler damals wussten das nicht, denn Herobrine war noch nie auf Video festgehalten worden. Das Video wurde in einem Minecraft-Forum hochgeladen. Die Spieler, die hier gepostet haben, glaubten, dass diese Aufnahme echt war. Das zeigt, dass auch damals schon Beweise sehr leicht gefälscht werden konnten. Könnte es also sein, dass der Original-Screenshot, also das erste Beweisbild überhaupt,
auch gefälscht ist? Sogar die Details, die den Screenshot umgeben, deuten darauf hin, dass er doch gefälscht sein könnte. Oder warum gibt es kein genaues Datum, an dem der Screenshot aufgenommen wurde? Vielleicht müssen wir herausfinden, wann genau der Screenshot aufgenommen wurde, um seine Echtheit zu beweisen. Aber wie genau sollen wir das herausfinden? Vielleicht indem wir uns den Bildcode genauer ansehen? Versuchen wir das, indem wir einfach mit der rechten Maustaste auf Untersuchen klicken. Das ist der Code mit allen Informationen zu diesem Bild, das auf der Herobrine-Website hochgeladen wurde. Aber was genau sehe ich jetzt hier? Ist das alles über das Bild oder ist da noch mehr? Was bedeutet das? Oh, wartet! Schaut euch den Link oben an. Seht ihr die Zahlen am Ende? Haben sie vielleicht etwas zu bedeuten? Ich habe jetzt gerade mal im Internet recherchiert, um herauszufinden, was die Zahlen am Ende eines Links bedeuten können und habe erfahren, dass es sich um den Zeitpunkt handeln könnte, zu dem der Screenshot auf der Herobrine-Website hochgeladen wurde. Allerdings sieht die Zahl nicht wie eine normale Uhrzeit aus. Der Grund dafür ist, dass es sich um einen sogenannten Unix-Timestamp handelt. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es gibt ein Online-Tool, mit dem wir die Zahlenreihenfolge einfach in eine Zeit umwandeln können. Damit sollte es also möglich sein, eine Zahl dieser Länge in eine genaue Zeit umzuwandeln, die wir lesen können. Also machen wir das doch einfach mal und... Als ob, das kann nicht sein. Mittwoch, 11. August im Jahr 2010? Hier ist sogar noch die Uhrzeit. 4.22 Uhr nachmittags. Nein, natürlich 4.22 Uhr morgens. Okay, das ist so seltsam. Warum war er um 4 Uhr morgens auf und spielte Minecraft? Wenn dieser Beitrag also echt ist und diese Unix-Zeit auch echt ist, was sie sein muss, weil ein Computer diesen Screenshot zu einer bestimmten Zeit aufgenommen hat und diese nicht mehr geändert werden kann, dann war es das echte Datum, an dem Herobrine zum ersten Mal gesichtet und aufgezeichnet wurde. Okay, Leute, wir haben es gefunden. Die Zeit, zu der der Screenshot hochgeladen wurde, ist korrekt. Aber es ist immer noch möglich, dass er nicht im Spiel aufgenommen wurde, sondern gefälscht ist. Wir müssen also überprüfen, ob der Beitrag überhaupt echt ist. Ich habe dann im Minecraft-Wiki weiter recherchiert, um zu sehen, ob das, was der Spieler berichtet hat, wirklich wahr sein kann. Oh, und Leute, ich bin auf etwas gestoßen, das ihr nicht glauben werdet. Erinnert ihr euch an die Version, in der der Spieler den Screenshot gemacht hat? Angeblich wurde er zum ersten Mal in der Alpha 1.0.16 entdeckt und aufgenommen. Aber diese Version kam am 12. August 2010 heraus und wurde eine Woche später wieder entfernt. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Das ist genau ein Tag, nachdem der Screenshot gemacht wurde. Zu dem Zeitpunkt, als das Beweisfoto aufgenommen wurde, gab es diese Version also noch gar nicht. Bedeutet das, dass alles, was wir bisher über den Ursprung des Herobrines herausgefunden haben, nicht wahr ist? Der Screenshot? War das die ganze Zeit eine Fälschung? Ich habe weiter recherchiert und herausgefunden, dass es schon vor den ersten Sichtungen etwas gab, das dem Herobrine ähnlich sah. Und hier ist der Artikel, der genauer auf ein mysteriöses Phänomen eingeht, das Spieler gesehen haben. Spieler berichten von unerklärlichen weißen Augen, die in der Dunkelheit auf ihrem Bildschirm erschienen. Am Ende des Beitrags heißt es, dass diese Augen die Inspiration für den Herobrine waren. Wie kann das sein? Könnte es sein, dass dieser Beitrag über die Augen irgendwie mit dem Herobrine zusammenhängt und vielleicht sogar ein und dieselbe Kreatur sind? Ich weiß es nicht, aber wir brauchen endlich einen Beweis dafür, dass das mit den Augen stimmt. Das ist einer der Beiträge, in denen ein Nutzer erwähnt, dass er die weißen Augen im Spiel gesehen hat. Er hat sogar einen Screenshot gemacht und hochgeladen, der die Kreatur und die weißen Augen zeigt. Okay, was denkst du, was die weißen Augen mit dem Herobrine zu tun haben? Ist das ein und dieselbe Kreatur? Sind die weißen Augen eine frühe Version des Herobrines? Sind sie zu einem Herobrine gewachsen? Oh Mann, so viele unbeantwortete Fragen. Aber schauen wir uns erst einmal den Screenshot an. Die Seite, nun ja, geht irgendwie nicht. Die Seite kann nicht erreicht werden. Hä? Ist der Beitrag so alt, dass der hochgeladene Screenshot irgendwie entfernt wurde? Wie alt ist der Beitrag überhaupt? Ah, hier, der Beitrag wurde am 2. August 2011 veröffentlicht. Das sind 9 Tage, bevor der Herobrine am 11. August 2011 zum ersten Mal im Spiel gesichtet wurde. Okay, das würde Sinn ergeben, aber leider wurde das Bild entfernt. Wir können also nicht überprüfen, ob es sich bei diesen beiden Kreaturen um ein und dieselbe handelt. Die anderen User in diesem Beitrag schreiben auch etwas über die weißen Augen und wie sie aussehen. Ich habe mir dann alle Beiträge genauer durchgelesen und bin auf etwas gestoßen, das vielversprechend aussieht und das das Rätsel der weißen Augen lösen könnte. Der Beitrag wurde am 1. August 2010 veröffentlicht und beschreibt eine Sichtung mit den weißen Augen. Der Titel? Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann nicht nach Hause gehen. Ich kann nicht zu meinen Minen gehen. Ich kann nichts mehr tun, außer langsam zu versuchen, etwas unter dem gefrorenen Ozean zu bauen. Und das... alles nur wegen 2 kleinen Pixeln. 2 Pixel. 2 weiße Pixel. Ich habe sie nicht einmal selbst gesehen, außer auf Screenshots. Aber ich weiß, dass sie da sind. Sie warten in den Minen. Es beobachtet mich vom Balkon meines Hauses, während ich draußen bin. Ich kann es durch den ständigen Schneefall nicht ganz sehen, aber ich weiß, dass es da ist und dass es mich sehen kann. Die weißen Augen, sichtbar und hörbar in den Geräuschen der Umgebung. Oh Mann, Leute, es wird noch verrückter, denn
denn der Ersteller dieses Beitrags hat seine Sichtungen tatsächlich auch aufgezeichnet. Schauen wir uns zuerst das Datum an. Es wurde vor 13 Jahren hochgeladen. Das ergibt schon mal Sinn. Am 31. Juli 2010, einen Tag vor dem Bericht des Spielers mit dem Bild, das nicht angezeigt werden kann, und 11 Tage vor der ersten Sichtung und Beweis-Screenshots des Hero Brines. Eine Sichtung am 31. Juli wäre also der älteste Beweis, den es gibt. Kann das wahr sein? Ich meine, es ist so dunkel, ich kann hier nichts sehen, aber hört mal! Das ist eine Höhle in der Alpha-Version. Oh Mann, wie gruselig diese Geräusche sind. Schaut mal hier, unten links, ganz schwach. Kannst du hier zwei weiße Augen sehen? Die strahlend weißen Augen des Hero Brines, der sich in der Dunkelheit versteckt. Es ist nicht leicht zu erkennen, aber es sind ganz klar Augen. Kann es also wirklich die erste Sichtung des Hero Brines sein? Schauen wir uns an, was die Spieler in den Kommentaren dazu sagen. Hier werden alle möglichen Theorien aufgestellt, aber viele spekulieren, dass es sich um einen Minecraft-Bug handelt. Ein Glitch, ein Fehler im Spiel, der nur den Anschein erweckt, dass es zwei Augen sind. Stattdessen sind es nur zwei Pixel. Zwei Pixel, die aus der Dunkelheit herausleuchten und nicht die weißen Augen einer Kreatur sind, sondern einfach nur ein Bug. Den Hero Brine gibt es also nicht, oder? Okay, lasst uns ins Spiel gehen und uns in eine dunkle Höhle begeben, genau wie der Spieler im Video. Wenn es ein Bug ist, den die Spieler in dieser alten Version bemerkt haben, dann sollten wir auch zwei gruselig weiß leuchtende Augen wie sie in den dunklen Höhlen sehen. Okay, aber siehst du hier unten schon was? Ich habe noch keine weißen Augen gesehen. Vielleicht, weil es noch so hell ist. Okay, die Fackeln stehen noch auf dem Boden und erhellen die Höhle. Wir werden sie alle entfernen. Vielleicht sehen wir sie dann. Okay, ist es jetzt dunkel genug? Oh Mann, ist es das schon? Okay, aber es gibt hier keine Augen. Ich sehe sie nicht, oder doch? Sie waren gerade noch da, oder irre ich mich? Oh Mann, Leute, alles ist so dunkel. Waren das die Augen? Ich bin mir nicht sicher. Waren es zwei Punkte? Waren es die Augen einer Kreatur? Sie sahen nicht wie die Augen des Hero Brine aus, eher wie Pixel. War das jetzt ein Bug? Oder waren es Augen? Okay, Leute, ich habe weiter im Internet recherchiert und herausgefunden, dass diese weißen Punkte eigentlich Renderfehler oder Glitches waren, die bis zur Version 1.16 im Minecraft-Code versteckt waren. Also, es ist alles wahr, Leute. Die weißen Augen, die wir gesehen haben, waren in Wirklichkeit nur weiße Punkte, die in der Dunkelheit auftauchen. Dieser Bug ist sogar auf der Mojang Studio Developer Website zu finden. Dort steht, dass er erst in Minecraft Version 1.8 gefunden wurde, also Jahre später. Es wird behauptet, dass der Bug direkt in der Version 1.8 behoben wurde, obwohl Spieler nach dieser Version von Sichtungen berichten, und Mojang selbst den Hero Brine wiederholt entfernt hat. Alles nach der 1.8. Sind die weißen Augen also nur ein Glitch und bedeuten sie etwas Unheimliches? Oder gehören sie sogar zu einer Kreatur wie dem Hero Brine? Nachdem wir 13 Jahre lang belogen wurden, könnte es sein, dass der Hero Brine durch die weißen Augen erschaffen wurde oder ein Teil des Hero Brines ist? Aber was noch erschreckender ist, dass es nach all den Jahren immer noch unbeantwortete Fragen gibt. Kann der Bug wirklich Hero Brine sein? Oder haben es die Spieler nur gefaked? Leute, lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Was hat es mit dem Hero Brine auf sich? Oder habt ihr ihn sogar schon einmal zu Gesicht bekommen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Die Schallplatte mit der Nummer 11 ist die einzige gebrochene Schallplatte in Minecraft. Sie dauert nur 1 Minute und 11 Sekunden. Viele Spieler glauben, dass es sich so anhört, als ob ein Spieler auf Stein geht, ein Feuerzeug benutzt dann ein Buch aufhebt und dann auf Stein, Erde und schließlich Kies läuft. Es gibt nur wenige Beweise für diese Theorie, von denen einer von OneOG auf seinem YouTube-Kanal geteilt wird. Er glaubt, dass hinter dieser Platte mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Und alles, was wir tun müssen, ist, sie rückwärts anzuhören. Als er das tat, passierten dann aber unglaublich gruselige Dinge mit seiner Welt. Also sind wir jetzt im Spiel und werden es selbst versuchen. Dazu gehen wir zunächst in die Musik- und Soundoptionen und stellen die Lautstärke hoch. Das Problem ist, dass wir die Geräusche im Spiel nicht isoliert hören können, also müssen wir sie im Minecraft-Ordner suchen. Dazu gehen wir zu den Minecraft-Spieldateien, indem wir %appdata% aufrufen und auf den Ordner klicken, in dem alle Spieldateien gespeichert sind. Die Sounds sollten hier irgendwo sein. Ah, ich habe sie gefunden. Sie sind im Ordner Assets unter Objects. Hier sind alle Musik- und Sounddateien, die man im Spiel hören kann, gespeichert. Ich habe mal kurz im Internet nachgeschaut und diese Datei ist genau die, die wir brauchen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, handelt es sich um die Platte mit der Nummer 11. Um sie abspielen zu können, müssen wir die Dateierweiterung in .ogg
ändern. Jetzt haben wir eine Audiodatei, die wir im Programm rückwärts abspielen können. Okay, es hat funktioniert. Die Datei ist im Programm. Die Wellen, die wir hier sehen, gehören zur Schallplatte 11, aber wir müssen sie jetzt rückwärts abspielen. Also wähle ich die Datei aus, klicke auf Effekte und hier ist die Option, mit der wir die Datei rückwärts abspielen können. Wir speichern sie und tauschen sie mit der alten Datei im Minecraft-Ordner aus. Jetzt können wir wieder ins Spiel zurück. Nun schnappen wir uns einen Plattenspieler und holen uns die Platte 11, die jetzt so verändert wurde, dass sie den Sound rückwärts abspielt. Ich bin aufgeregt, was wir gleich hören werden. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Könnt ihr etwas hören? Nein? Oh doch, jetzt geht's los. Wow, was ist denn hier los? Das klingt rückwärts noch verrückter und gruseliger. Aber wonach suchen wir? Nach einer geheimen Botschaft? Oder nach einem Geräusch, das etwas bedeutet? Was ist das? Das ist so seltsam. Habt ihr das gehört? Oh Mann, wie unheimlich ist das denn? Yo, was ist mit dem Plattenspieler los? Da kommt Rauch raus. Ist der kaputt? Nein, die Platte läuft noch. Aber warum raucht der? Was? Hä? Der Plattenspieler ist explodiert. Was ist denn hier los? Oh Mann, versteht ihr das? Das ist so seltsam. Seit wann können die denn explodieren? Habt ihr eine Ahnung, was hier passiert ist? Oder habt ihr etwas im Klang der Platte gehört, die rückwärts abgespielt wurde? Was will uns denn die Platte sagen? Welche geheime Botschaft verbirgt sie? Gibt es ein Portal, das sich im weinenden Obsidian verbirgt? Ich glaube, diese Theorie ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass auch andere Blöcke etwas enthalten, wie zum Beispiel der Seelensand, in dem Seelen gefangen sind. Das Seltsame an diesem Block ist, dass er wirklich so aussieht, als wäre etwas in ihm. Sogar die Farbe hat sich im Laufe der Zeit verändert. In Version 1.3 im Jahr 2012 sah er noch so aus und man konnte deutlich das Wasser sehen, das die Tränen darstellen sollten. Allerdings war der Block damals nur für kurze Zeit im Spiel und wurde erst in Version 1.16 wieder hinzugefügt. Heute sieht er so aus und die Tränen sind nicht mehr blau, sondern lila. Aber warum haben die Mojang-Entwickler den Block entfernt und ihn erst viel später mit einer anderen Textur wieder hinzugefügt, die dann auch noch die gleiche Farbe wie das Nether-Portal hat? Interessant wird es, wenn wir uns das Update genauer anschauen. Es wurde nämlich nicht nur der weinende Obsidian hinzugefügt, sondern auch die Amethyste. Das sind doch die gleichen Farben, oder? Ja, das kommt hin. Vielleicht wurden sie miteinander kombiniert. Also die Amethyste und Obsidianblöcke. Zumindest sieht es ein bisschen so aus, nicht wahr? Aber was ist mit dem Portalruin? Dort befindet sich ja der weinende Obsidian. Was ist, wenn der Block nicht mit den Amethysten zu tun hat, sondern mit ihnen? Das ist nämlich die einzige Struktur im Spiel, in der es den weinenden Obsidian gibt. Sie können zwar in natürlich erzeugten Truhen gefunden werden, aber sie spawnen in der Welt nur in den Portalruinen. Habt ihr euch die mal genauer angeschaut? Es sieht so aus, als wäre das Portal in der Vergangenheit explodiert, oder? Überall um das Portal herum befinden sich Magmablöcke und Lava und dann das zerstörte Netherportal. Was wäre, wenn es irgendwann so instabil war und unter Spannung stand, dass es schließlich explodierte oder auf eine andere Weise zerstört wurde und das Portal während der Explosion in die Obsidianblöcke gedrückt wurde. Die Farbe des Portals und die Tränen in den Obsidianblöcken sind beide identisch. Ähnlich verhält es sich mit dem Seelenanker, der ebenfalls wie das Netherportal aussieht. Auch er explodiert, sobald wir ihn füllen, und das könnte bedeuten, dass das Portal während der Explosion in den Obsidian gelangt ist. Ach, und die Partikel des Endermans haben die gleiche Farbe und sehen genauso aus wie die des Nether-Portals und Seelenankers. Die Partikel werden erzeugt, sobald wir ihn treffen oder er sich von sich aus an eine andere Stelle teleportiert. Sie nutzen also die Energie, die durch die Explosion in das weinende Obsidian gelangt ist, um sich zu teleportieren, oder? Aber warum benutzt der Enderman diesen Block, um sich durch die Welt zu teleportieren? Distorted Alex ist ein Glitch, der jeden in Angst und Schrecken versetzen wird, der den Alex-Skin benutzt. Sie sieht nämlich aus wie der Giant Alex, mit dem Unterschied, dass ihre Augen und Mund aus dem Gesicht gerissen wurden. Als erstes starten wir den Launcher und wählen den Alex-Skin aus. So, das wäre schon mal geschafft. Dann starten wir das Spiel und erstellen eine neue Welt im Überlebensmodus und ohne Cheats. Alles, was in der Welt, die wir gleich betreten werden, passiert, passiert also wirklich im
im Spiel. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Warten? Für immer warten? Denn die Distorted Alex existiert nicht wirklich. Naja gut, zumindest nicht in dieser Version. Sie existierte nämlich nur in den Beta-Tests für Alex. Um zu beweisen, dass sie wirklich existiert, müssen wir einen Server erstellen und alle Sicherheitsmaßnahmen abschalten. Aber Leute, macht das bitte auf gar keinen Fall nach. Ich riskiere hier mal wieder alles, um Informationen über Alex zu bekommen und nach Hinweisen zu suchen, um die Existenz zu beweisen. Wenn die Sicherheit meines Computers ausgeschaltet ist, kann jeder auf meinen Computer zugreifen und ihn hacken. Okay, und wir sind im Spiel. Aber was ist das für ein Spawn? Ich kann nur Schnee bis zum Horizont sehen. Also gut, ich habe mich auf die Suche nach einem Baum gemacht, um eine Spitzhacke und ein Schwert zu bauen und zum Glück ein Dorf gefunden. Während dieser ganzen Zeit habe ich jedoch nicht bemerkt, was mit der Welt um mich herum geschah. Okay, die Truhe hier plündern und dann ab zum nächsten... Was? Wie kann das denn sein? Der Nebel. Ich kann kaum etwas sehen. Seit wann gibt es Nebel im Spiel? Es sieht nur so aus, als wenn wir die Renderdistanz sehr niedrig eingestellt haben, aber ich habe sie gar nicht verändert und vorher konnte man viel weiter sehen als jetzt. Hä? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Okay, schauen wir mal in den Einstellungen nach. Vielleicht habe ich sie ja geändert und weiß es jetzt einfach nicht mehr. Okay, nein, Leute. Die Renderdistanz ist immer noch sehr hoch eingestellt. Wie kann es also sein, dass wir fast nichts vor uns sehen und alles neblig ist? Okay, dann testen wir mal, was passiert, wenn wir die Renderdistanz ganz nach oben stellen. Oh Mann, nichts! Der Nebel bleibt! Und was passiert, wenn wir sie ganz nach unten stellen? Der Nebel bleibt immer noch. Warum ist das so? Könnte es sein, dass jemand oder etwas mein Spiel kontrolliert? Vielleicht sogar Distorted Alex? Ist sie vielleicht in der Nähe? Hat sie hier überall Nebel erzeugt, um sich zu verstecken? Oh Mann, Leute, das könnte möglich sein. Niemand hat die Distorted Alex jemals mehr als ein paar Sekunden gesehen. Das deutet doch darauf hin, dass sie sich teleportieren kann, oder? Berichten zufolge soll sie dabei eine Spur von Redstone-Staub hinterlassen. Also gehen wir jetzt mal los, um diese Spuren zu finden. Oh Mann, Leute, dieser Nebel ist einfach nur nervig. Wir können kaum sehen, wohin wir gehen und es ist noch schwieriger, eine dieser Redstone-Staubspuren zu finden. Ich laufe und laufe und laufe, aber selbst wenn ich im Kreis laufen würde, wüsste ich es nicht. Man kann hier nämlich fast gar nichts sehen. Seht ihr etwas? Schaut ganz genau hin. Passt gut auf. Seht ihr Redstone-Staub? Nein, oder? Kommt, wir gehen weiter. Irgendwas müssen wir doch finden. Irgendwo hier gibt es doch eine Spur von Distorted Alex, oder? Nein? Oh, da, schaut! Hier ist Redstone-Staub auf dem Boden. Ach, das Verrückte daran ist, dass es sogar aktiviert wurde und auch bleibt. Es sieht so aus, als ob der Redstone-Staub durch irgendwas mit Energie versorgt wird, oder? Aber wie kann das sein? Okay, wir schauen mal unter den Blöcken nach. Ist da irgendwo ein Schalter? Oder vielleicht eine Redstone-Lampe oder ein Redstone-Block? Irgendetwas, was den Staub aktiviert? Oh Mann, hier ist nichts. Nichts aktiviert den Redstone-Staub und trotzdem ist er aktiviert. Leute, Distorted Alex bewegt sich schnell, sehr schnell. So schnell, dass Spieler berichten, dass sie eine der unantastbaren Mobs ist. Oh, ich glaube, wir finden sie gleich. Wir dürfen die Spur nur nicht verlieren. Aber wer weiß, wie lange es dauern wird, sie wiederzufinden. Hier, da vorne schon wieder Redstone. Wohin sollen wir jetzt gehen? In diese Richtung? Nein, da ist nichts. Dann auf die andere Seite. Kommt schon. Da, wieder Redstone-Staub. Wo ist diese Alex hin? Sehen wir hier irgendwo wieder Redstone-Staub? Oder sogar die Distorted Alex? Nein, oder? Ich kann auf jeden Fall nichts sehen. Und wo ist die Redstone-Staubspur? Haben wir sie jetzt verloren? Ach Leute, das kann doch nicht sein. Habt ihr nicht aufgepasst? Es muss hier doch irgendwo noch mehr Redstone geben, oder? Nee, hier ist nichts. Es gibt nirgendwo diesen Staub. Okay, dann lasst uns zurück zu den letzten Spuren von Alex gehen. Okay, das hier ist der letzte Redstone-Staub, den Distorted Alex erzeugt hat. Und all diese Redstone-Staubspuren sind aktiviert, was wiederum keinen Sinn ergibt. Das lässt mich aber vermuten, dass sie noch hier sein muss und Fähigkeiten hat, die wir noch nicht ganz verstehen. Ich suche jetzt schon seit einiger Zeit, aber ich habe keine weitere Spur auf dem Boden gefunden. Mann, Leute, wo ist sie denn? Oder existiert sie überhaupt? Es ist auch eiskalt hier und es ist schon wieder Nacht und wir müssen uns am Lagerfeuer aufwärmen. Könnt ihr das sehen? Das Zeichen? Du bist einer von uns. Was bedeutet das? Bedeutet es, dass Distorted Alex versucht, uns zu infizieren? Sodass wir wie sie werden? Das kann nichts Gutes bedeuten. Schnell, lasst uns hier verschwinden. Zurück zum Lagerfeuer. Was ist das denn? Hier brennt alles. Oh nein, wie kann das sein? Das wird mir jetzt zu viel. Schnell, lasst uns weglaufen. Wir müssen versuchen, sie zu finden und zu töten. Aber wie sollen wir das anstellen? Wieder mit einer Falle? Und wir sind der Köder? Okay, ich habe mich in die Tiefe der Minecraft-Welt begeben, um nach Eisen zu suchen, das wir später für unsere Falle für Distorted Alex brauchen. Okay, wir bauen hier noch ein bisschen mehr Eisen ab. Was ist denn hier los? Obwohl ich Fackeln aufgestellt habe, ist plötzlich alles dunkel geworden. Oh wow, was? Einer von uns. Was sind das für Köpfe? Das sind die Köpfe der Distorted Alex. Versucht sie uns zu verwandeln? Wir müssen das aufhalten, schnell an die Oberfläche. Wir müssen mit der Falle beginnen. Da sie sich teleportieren kann, bauen wir einen Graben mit Lava um uns herum. Wenn sie zu uns kommt, aktivieren wir die Falle
Falle und sie kann leicht getötet werden. Und wir sind fertig. Wir sind im Käfig. Sobald sie versucht, zu uns zu gelangen, rennt sie auf die Druckplatte und fällt in die Lava. Ich warte und warte, bis etwas passiert, womit ich aber nicht gerechnet hatte. Du bist einer von uns. Steht auf dem Schild. Da, schau. Alex ist hier. Es gibt sie wirklich. Oh nein, was hat sie vor? Wird die Falle funktionieren oder haben wir uns selbst als Köder in einen eisernen Käfig eingesperrt und werden jetzt von ihr angegriffen und vernichtet? Oh nein, das kann nicht sein. Ich hoffe, es klappt. Ja, ja, Leute, sie tappt in die Falle. Sie stürzt in die Lava. Schnell, wir müssen raus und sehen, wo sie ist. Die Lava wurde zu Wasser. Sie hat sie verwandelt. Wo ist sie denn? Was ist hier los?